Claudio Zuccolini. Ja, das schon. Was für eine Ehre. Ich habe mich sehr gefreut. Danke, dass ich da froh. Vielen Dank, Kunsch. Wir haben es geschafft, einen Termin zu finden. Du bist in der intensiven Zwischenphase von Tryouts zur Premiere. Vom, wie viel der insgesamt? Sechste Programm, ja. Und ja, das ist, der Ablauf ist immer der gleiche. Zuerst lang schreiben und nachher irgendwann fährst du dann mal raus. Aber du kennst es ja. Ja, ja. Und irgendwann kommt Premiere. Aber für mich ist eigentlich Premiere nicht mehr das erste Mal rausgehen mit einem Programm. Finde ich eben auch. Ja, und ich muss bereit sein. Ich könnte nie so ein Tryout machen. Es gibt andere, die das machen, die irgendwie mit 10 Blättern auf die Bühne gehen und sagen, ja, da kommt jetzt noch etwas und da fehlt mir noch eine Viertelstunde und so. Für mich ist eigentlich wirklich das erste Tryout ist Premiere. Ich bin sogar erstaunt, dass es gewisse Leute gibt, die finden, ja, weißt du, nach 20, 30 regulären Vorstellungen, ist denn mal jemand dort, wo es soll sein? Bewundere ich auch immer. Jetzt sage ich, ich habe auch schon Sachen gelesen und denke, come on. Also ich meine, es muss ja, natürlich wird es einmal besser und du wirst dann geschliffener und du hast ja selber, baust dir immer Hürden ein, wo du dann irgendwie denkst, oh, da komme ich irgendwie ein Stolper rein. Mhm. Aber das schleift sich dann irgendwann. Yeah. Und ich finde, das ist ja für uns selber auch spannend, zum ja, also erstens mal muss ich sicher sein mit dem, was ich bringe. Und das Zweite ist dann, wenn du das wirklich drin hast, dann kannst du dann auch mal ein bisschen anfangen zu freestylen. Genau. Und das ist die Entwicklung. Aber da sind ja auch 30 Vorstellungen, das Gefühl, ich muss jetzt noch da wahnsinnig irgendwas. Dann musst du sagen, dann ist es einfach Bullshit. Ja. Dann ist es nicht gutes Material, wenn es nicht funktioniert. 30 Vorstellungen lang, dann musst du schon längstens kübeln. Ich habe schon das Gefühl, dass bei dir das Material eben fertig ist, wenn es auf der Bühne ist. Es ist nicht das auf der Bühne ausarbeiten. Nein, und du hast ja, es kommt dir dann immer mal noch etwas in den Sinn. Und zum Teil bist du wirklich einfach selber noch nicht ganz zufrieden, weil du dann denkst, es fehlt mir einfach noch irgendetwas. Mhm. Aber plötzlich sagt irgendeiner, komm, sag doch das. Und da bin ich auch offen, oder? Da gibt es immer wieder Leute, die dann irgendwann mal schnell sagen, da kommt mir noch etwas in den Sinn. Und dann nachher findest du, genau, das ist das, was mir gefehlt hat. Yeah. Aber ich finde, man muss bereit sein, sobald du auf die Bühne gehst. Ich würde einfach durchdrehen. Wenn ich sage, guten Abend miteinander, ja, jetzt noch, ja, da wäre jetzt, ja, ich meine, die Leute sind ja gnadenlos. Ich habe kürzlich eine Spruchnotiz von mir gefunden, wo ich mir ein bisschen ausgedacht habe, wo ich so irgendwie die Prämisse sage, und dann sage ich so, und da dann ein Knaller-Gag, und schon so genau. Wenn es so einfach war. Die sind ja so einfach, die findest du in der Schublade, sagt dann nicht mit Knaller-Gag unter dem. Da habe ich jeden Knaller. Weißt, die Arroganz, sich selber zu sagen, ja, da dann noch schnell einen Knaller gegeben, dann geht es weiter zu dem. Ja. Weißt, und dann hat er. Aber er kommt, fühlt früher oder später. Eben, fühlt 5 Jahre später und kommst dann wieder mal auf die Notiz zurück und findest, das ist der Knaller gegeben. Genau. Nein, aber es ist ja eigentlich, also die ganze Vorphase ist ja nicht wahnsinnig spannend. Oder finde ich, wenn du so am Lernen bist und am Schreiben. Also ich meine, es wird dir gleich gehen. Du bist ja wirklich ich schreibe eben wahnsinnig gerne. Ja, ich schreibe schon auch gerne, aber lass also du während dem Schreiben. Erarbeiten. Es ist so, aber du verregst nicht daheim und sagst, bin ich ein geiler Sinn. Ich komme manchmal in so eine Euphorie und oft sind es die Sachen, die am Schluss auf der Bühne nicht funktionieren. Die rausgehen. Genau, aber das sind die Sachen, wo mir selber in dem Moment eine Freude bereiten. Ja. Dass du weißt, deine absurden Gedanken und dann wirklich, und du tust in irgendetwas reinschwätzen, weil manchmal laufe ich auf dir rum und schwätze irgendetwas. Zwischen deinen laufsamen Abend bist du mit Leuten zusammen und du hast einen so geilen Lauf. Genau. Und du erzählst Zeug und alle verrecken ringsum und du kannst es nie mehr so bringen. Nie mehr. Wirklich. Du solltest eigentlich immer ein Mikrofon dran haben. Aber das habe ich mit dir habe ich das fast am meisten aus der ganzen Szene. Ich habe es mit dem Charlie manchmal und mit dir. Mit Charlie habe ich aber viel mehr Kontakt. Das heisst, wenn wir mal schwätzen, dann geht es einmal um etwas Ernstes und wir telefonieren irgendwie am 1 am Morgen wegen dem und so. Und wir sehen uns ab und zu zu einem Kaffee. Und dann haben wir so viel Material, dass wir Ping-Pong. Ja, und dann haben wir wirklich ein halbes Jahr aufgestaut. Und dann geht das Ping-Pong-Spiel los. Ja. Und ich finde das grossartig. Hey, es ist auch lässig. Also das schätze ich auch, dass man einfach mit Leuten zusammen ist, weil wir haben ja schon ein bisschen schwierigen Job. Ja, weißt du, du bist natürlich mehr beruflich, haben wir so viel mit Sachen zu tun. Unsere Aufgabe ist, die Leute zu unterhalten. Und durch das müssen wir uns selber aufschrauben. Und wo andere würden jetzt, die das nicht tagtäglich machen, würden sagen, ah, das ist eine gute Pointe. Und wir finden, nein, das geht nicht.
Das geht noch nicht. Nein, das ist jetzt das Erste, was in den Sinn kommt. Wir müssen noch da muss noch Haufen kommen. Und darum ist es ja auch erfrischend, wenn du mit Leuten zusammen bist, die wirklich auch das Gleiche machen. Und dann kannst du auf einem ganz anderen Humorniveau dann die austauschen. Das ist ja immer sehr erstaunlich, wenn du eine Mixed-Show hast und es sind irgendwie vier Komiker hinten und schauen dann vorne zu. Die Lacher der Komiker sind immer an komplett anderen Stellen als die Lacher der Zuschauer. Ja, weil du spürst, wo er eigentlich... Ja, eben. Weißt du, irgendwie so, wenn er nur irgendein Kommentar wenn ich auf der Bühne bin, geht die Zeit schon viel schneller vorbei. Also irgend so etwas, das findet niemand im Publikum nein, lustig. Wir verrecken fast. Oder? So es entstanden ist. Ja. Ich weiss leider nicht mehr, wer, aber einer aus Deutschland hat so eine... Eben so ein Comedian-Joke, wo er nur so quasi privat erzählt, weil auf der Bühne interessiert dann niemand. Und er sagt, meine Frau findet, ich rede nur über Comedy. Und dann hat ich gesagt, also, hat sie gesagt, können wir bitte mal 20 Minuten über etwas anderes reden? Und sie sagt, gut, gib mir nach 18 Licht. Ja, aber es ist... Du lachst jetzt, aber erzählt irgendjemand normal, was findet ihr? Nein, wir haben... Es macht es auch schwierig, oder? In einer Beziehung jetzt gerade. Du bist natürlich nonstop, ich bin so viel am Denken, jetzt gerade in einer Phase von einem neuen Programm, bist du wirklich irgendwie daheim, du bist so apathisch irgendwie, so zum Teil, und sagst, ja. Weil du denkst, das ist das, was mir noch fehlt, das muss ich gerade aufschreiben oder aufnehmen. Und das ist schon schwierig, ich glaube, als Partner, wenn du das, ich glaube, das versteht auch niemand wirklich. Nein, weil wenn du nicht nur ein Bürojob, sondern grundsätzlich, wenn du einen Job hast, ich glaube, der erste Schritt ist schon mal die Selbstständigkeit, die sich bei vielen Menschen verändert, weil sie dann halt eben nicht nur von welcher Zeit auch immer bis welcher Zeit auch immer im Büro sind. Und selbst wenn sie mal länger sind, heisst das nicht, dass du Punkt 5 ausstempelst, aber dass du bleibst halt mal länger, weil das muss ich noch fertig machen. Und dann ist halt 6:30 und sagst, oh, heute bin ich lange im Geschäft gesehen. Oder 9 sogar. Aber sobald du da rausläufst, ist es vorbei. Ja. Und bei Selbstständigen ist das schon mehr. Ich habe das bei meinem Vater gesehen, als er die Beiz aufgemacht hat. Ich arbeite eigentlich nur noch, weil du halt eben immer noch irgendwie da überlegst und wie könnte die Menükarten anders. Und beim Komiker ist dann halt einfach wirklich... Ein doppelt selbstständig plus noch müssen unterhalten. Weil sein Job eh schon ist, konstant Sachen zu hinterfragen und zu überlegen in der normalen Welt. Und danach musst du das noch irgendwie in eine Form bringen. Ja. Ist es wahrscheinlich umso... weniger verständlich, dass du halt eben die Kopfbüro immer dabei hast. Immer bist du am Rattern und bist am Autofahren, musst wieder etwas aufnehmen. Du bist eigentlich immer dran am Denken. Und es mal runter und es ist eben nicht zeitabhängig, oder? Du kannst ja nicht sagen, ich kann auch nicht schreiben, einfach am Morgen macht ich loslassen bis um 2. Ja. Dann ist gut. Sondern du bist ja dann... Ich glaube an niemandem, der behauptet, dass sie das machen. Schriftsteller machen das, glaube ich. Also das liest man nicht einmal, dass wirklich seriöse Schriftsteller, die fangen an, morgen um 7 Uhr schreiben, dann bis Mittag, dann wird es Mittagessen und dann wieder schreiben. Aber ich finde auch das relativ schwierig, weil eine Geschichte muss sich ja auch entwickeln irgendwie. Ja. Dass du nonstop dran bist, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Ich hab das Gefühl, bei einem Schriftsteller, im Normalfall, die Geschichte hat er ja schon. Und dann geht es mehr darum, wie gehst du vom einen zum nächsten. Ja. Und da muss ich noch den Dialog schreiben. Es ist viel mehr... Fließarbeit. Ich will es überhaupt nicht schwächer machen als Comedy oder so. Also ich glaube, es ist wirklich auf das ist sicher ähnlich, nur brauchen wir nicht 700 Seiten. Genau, es ist auf eine andere Art also von schon. Arbeit. Du hast natürlich 700 Seiten, aber das wären etwa 40 Programme. Ja. Mehr? Ja. Also eben viel geschrieben wird ja dann eh nicht. Aber zum Beispiel der Jerry Seinfeld behauptet, er würde jeden Tag von, ich weiß nicht mehr, was es ist, 8 bis 12 Uhr. Ach, würde er schreiben. Und ich glaube, das keine Sekunde. Ich glaube eher, dass er so einfach sagt, übrigens, ich bin dann am Schreiben, gell? Ja. Und einfach niemand läutet ihm dann an. Weißt, er ist nicht erreichbar, was er auch immer macht. Es ist ja nicht eine mechanische Geschichte, wo du sagst, okay, ich muss jetzt das Apparat brauchen, wie ein Artikel in einem Heft, wo du sagst, ich muss 10'000 Zeichen füllen. Und dann habe ich meinen Artikel. Aber es ist ja wirklich, es passiert so viel. Wo du gar nicht planen kannst. Und das kann ich mir nicht am Morgen sehen. Wenn ich muss mechanisch arbeiten und irgendwie sage, okay, ich muss es überarbeiten und vielleicht einmal etwas streichen und vielleicht ein bisschen verdichten, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das kannst machen, einmal einfach mechanisch, wirklich Fleissarbeit. Aber grundsätzlich, meine Ideen, die kannst du nicht timen.
Ja, John Cleese redet immer vom Open Mode und vom Closed Mode. Ja. Und das Mechanische ist der Closed Mode. Ja. Das ist auch am Schluss, wenn ich die Reihenfolge festlegen muss, genau, und sage, was und wo mache ich wie. Das ist eben Fließarbeit. Ja. Und das kann ich klar sagen, das machen wir jetzt eben von 9 Uhr morgens bis dann und dann. Aber der Open Mode ist eben der, wo ein Komiker sich, wenn er sich gut fühlt, eigentlich konstant drin bewegt. Ja. Ist wirklich einfach Sachen beobachten, Sachen in seinem Kopf hinterfragen, irgendeine Geschichte von früher, ah, eben, die habe ich jetzt lustig erzählt am Stammtisch. Ja, bringen sie nochmal so her. Muss gerade nochmal, eben, kriege ich das nochmal so an, wie, ja, und so weiter und so fort. Und in diesem Punkt empfinde ich die eben auch als Paradebeispiel von einem Stand-Upper. Weil ich habe die so kennengelernt. Wir haben, glaube ich, 2 Minuten geschwätzt. Und damals war, glaube ich, Karl Hirschmann das Thema gewesen. Frisch vor dem Gericht oder irgendwie so. Und dann haben wir innerhalb von 2 Minuten haben wir einfach ausspielen, wie das Telefongespräch gelaufen ist mit seinem Anwalt. Der sagt, was ist jetzt? Nein. Oh, schon wieder. Weißt du, oder? Und das ist wirklich einfach, das ist einfach der Komikerkopf, oder? Ja, man muss sich das, glaube ich, einfach, und das ist auch viele Leute fehlt, dass irgendwie die, ja, halt das Beobachten auch und sich und auch hinterfragen und aus etwas mal, das ist dann auch in gewissen Situationen vielleicht nicht so angebracht, wenn der auch noch an einer Beerdigung einen Joke in den Sinn kommt. Yeah. Und denkst so, ach, nein, jetzt darf ich es nicht sagen. Das könnte ich noch, das wäre jetzt noch eigentlich, aber ja, es ist schön auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es, sind wir ja auch sensibel, oder? Ja. Durch das wir ja müssen, extrem die Leute beobachten und eigentlich auch Sachen spüren, hast natürlich, das ist der Vorteil für Comedy, aber das ist natürlich auch ein Nachteil, weil auch sonst das andere auch immer so ein bisschen, ist natürlich empfindlich. Und es ist ein Nachteil für soziales Verhalten, ja, absolut. Was die Leute nie verstehen. Weil sie das Gefühl haben, der steht auf der Bühne und eben, ja, unterhalten die Leute, haben sie das Gefühl, der ist der Mittelpunkt von jeder Party. Ja. Dabei es gibt nichts Schlimmeres eigentlich, als unter ganz vielen Fremden irgendwie müssen ein normales Gespräch feiern. Nein. Und eben, vor allem, wenn du sie nicht kennst. Und vor allem eben der Humor, der es dann auch schwierig macht. Und, ja, und wo sie... Ja, nein, jetzt giggeln sie. Was ist denn nicht so lustig? Echt? Ja, okay. Lange das? Ich weiß genau, was du meinst. Das, ja, man hat selber natürlich ein anderes Level auch von der Konsumation, ja, her. Ja. Und ja, und dann ist es wirklich so, du hast mal so ein Beispiel gemacht, weißt du, die Wortspiel, wenn du Wein, warte, jetzt bist du gegangen, wenn einer schnell Wein sauft, sagt, das ist ein Wein vom Bodensee, hast immer so schnell leer. Und ja, weißt du, so, ah ja, so zwei, komm mal gerade, ja, kannst du auch rumkommen. Und das ist so, echt. Und da gibt es immer noch Leute, die meinen, sie seien die Ersten, die sagen. Das fasziniert mich dann, dass du sagst, echt, jetzt hast du das Gefühl, wirklich, du seist der Erste, der das sagt. Und die meinen dann so. Weißt du, jetzt zum Beispiel, was mich auch nervt, sind ja so Sachen, die die Leute immer wieder übernehmen. Zum Beispiel, echt jetzt, das ist ja etwas, was irgendwann einmal gekommen ist, oder? Ja. Yeah. Und das aus Deutschland natürlich, weißt du, echt jetzt? Yeah. Und jetzt ist in jedem zweiten Post steht irgendwie, echt jetzt? Und du machst es nicht mehr hören und du denkst, aber es ist einmal lustig gewesen, wo du es das erste Mal gelesen hast. Ich denke, echt jetzt? Das ist jetzt noch lustig. Und irgendwann ist es einfach vorbei. Aber das zeigt ja eigentlich auch, wie, ja, zum Teil ist es gar nicht so schwierig zum Comedy machen, wenn die Leute so anspruchslos sind, zum Teil. Ja, es ist, genau, es ist, in diesem Punkt ist es nicht schwierig. Es ist aber immer faszinierend zu sehen, dass wenn mal jemand auf einer Bühne es nicht hatte oder noch nicht hatte, dass dann die Leute erst wieder realisieren, dass es nicht so einfach ist. Weil ja, die Kunst ja ist, es einfach aussetzen, ja, oder? Genau. Und das haben wir schon gehabt mit so Special Guests bei uns im Balz, wo du halt eben einen Prominenten nimmst und dann schreibst du ihm natürlich auch Gags, aber es ist seine Verantwortung, das zu machen. Weißt? Und zum Beispiel der Jan Bühlmann, Ex-Mister Schweiz, Musiker, der hat das sensationell gemacht. Warum? Weil er hat das ernst genommen, ja, und hat mir wirklich immer wieder mal angerufen und gesagt, hey, ich bin jetzt nochmal drüber gegangen, wie fändest du, wenn ich dort noch das sage? Und weißt, ja, kann ich das nicht so? Und ja, ich sage, super. Ja. Und so muss es auch gehen. Weil eben, und dann hast du andere gehabt, die gefunden haben, ich habe da zwar einen Text, ja, ja, aber ich bin eigentlich lustiger. Ja. Oder? Und, ja, und dann siehst du mal, wie fucking schwierig es ist. Ja. Es ist eine schwierige Geschichte.
Also das können wir sagen. Es ist auch immer wieder... ja, eigentlich ist es schon... Ich denke nicht einmal, wenn ich so überlege, das ist schon mutig, was wir machen. Weil Humor ist wirklich etwas, wo jeder wie beim Sport das Gefühl hat, er kann mitreden. Mhm. Jeder hat so seine Ansprüche. Und, was eben auch noch... Irgendjemand hat es gesagt, was ich noch spannend finde, jeder Mensch, oder zumindest jeder Mann, hat ja von sich das Gefühl, er ist lustig. Ja, ja. Und das ist sein Level, wo er das Gefühl hat, boah, das ist, weißt, das ist nicht mein Humor. Ja, von wem ist er denn? Vom Kollegen? Oder von yeah, yeah. Nicht mein Humor. Ja, entweder bist du lustig oder nicht. Yeah. Es gibt nicht mein Humor oder dein Humor, sondern auch... Es gibt schon ein Spektrum, natürlich. Ja, aber weißt, du kannst entweder hast du Humor und findest, kannst du dich auf diese Situation einstellen, dass ja. Du sagst, da nehme ich etwas raus. Aber so, das ist ja auch eine Arroganz zum Teil. Mhm. Wo ich finde, das ist nur eine Arroganz, um zu sagen, das finde ich nicht lustig. Bei anderen Sachen machst du das irgendwie nicht so. Aber bei uns hat man immer das Gefühl, das kann auch jeder mitschnorren. Mhm. Das macht es ja dann nochmal schwieriger. Ich finde es weniger schlimm, wenn jemand sagt, das finde ich nicht lustig, als wenn sie sagen, das ist nicht lustig. Wenn sie so die letzte Humorinstanz sind. Okay, gut, das ist natürlich so. Weißt, ja. Der Humorrichter. Ja, ja, genau. Das ist nicht lustig. Ja. Das ist nicht kreativ. Genau, nein. Polizei. Mhm. Ja. Ja. Das finde ich fast schwieriger. Aber hast du das Gefühl, dass, weil du Komiker bist, dass du privat weniger lachst, ja. Weil du mehr das Zeug hinterfragst? Ja, eindeutig. Schon, oder? Meine Frau fragen. Nein, ich glaube wirklich, es ist für sie zum Beispiel nicht so einfach, weil ich... Ja, wie ich vorher gesagt habe, du bist natürlich, durch dass du auf der einen Seite die Sensibilität hast, um Sachen beobachten können, hast du auf der anderen Seite, bist natürlich auch sensibel und... kehrst denn die oder kannst die auch extrem in die hineinkehren und bist dann zum Teil ein bisschen abwesend und so. Mhm. Und ich habe schon das Gefühl, also seit ich das beruflich mache, bin ich natürlich privat viel ruhiger. Und irgendwie auch so, du hast ja gar nicht mehr das Bedürfnis, unterhalten zu sein. Genau. An einem Abend oder so. Es kann passieren, dass du einen lustigen Lauf hast und plötzlich fährt es an. Das kann durchaus passieren, aber grundsätzlich bin ich, glaube ich, viel ernster geworden. Ja, weil du schaffst ja dann nicht. Und das ist der absolute Traum, dass man seine Leidenschaft zum Beruf machen kann, aber dann hat man den Output. Ja. Das ist bei mir genau das Gleiche gewesen. Das habe ich ab dem Moment gemerkt, wo früher habe ich fast müsse im Mittelpunkt stehen. Ja, ja, das ist natürlich auch der Urtrieb, den wir zuerst nicht hatten. Wo du den Drang hast, wirklich, hey, schaut mich an. Und gleich dort aber auch nur bei Menschen, die kennt haben. Ja. Du bist nie irgendwie einfach mal... vor 30 Fremden angestanden und gesagt, hey, hört, was ich mache. Nein, aber wenn ich im Club da umtanzt habe, ich wusste, das sehen es noch andere und die finden das jetzt auch lustig. Ja. Oder auch blöd, aber sie schauen wenigstens. Und sobald du es beruflich machst, hast du null Bedürfnis mehr privat. Absolut nicht. Und das macht es ja für das Umfeld schon nicht einfach. Ja, weil sie ja dann die Erwartung haben. Ja, oder weil sie irgendwie einfach, weil du dann, es ist ja lustiger mit jemandem zusammen sein, wo unterhaltend ist, yeah. Wo kommunikativ ist. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele Wörter wir brauchen in einer Stunde. Mm-hmm. Das sind relativ viele, oder? Und irgendwann, ich sage viel nach einer Vorstellung, eigentlich bin ich ausgeredet. Yeah. Fertig, ich habe das Bedürfnis. Es gibt Leute, die total nachher wollen, noch, weißt, mit Leuten und rausgehen und noch Schulterklopfen und hey, ich mache noch Autogrammstunde. Und weiss, ich könnte das nicht. Also ich habe das irgendwie, ich gehe gerne noch schnell raus, wenn ich weiss, es wartet jemand draus, aber eigentlich bin ich extrem froh, wenn die Vorstellung vorbei ist. Und dann kann ich hinten dran mich umziehen, das Köfferli packen und am liebsten heim. Yeah. Weil dann bin ich ausgeredet. Es ist auch eine einseitige Kommunikation oft nach der Vorstellung. Oder dann irgendwie, wenn es Leute gefallen und sagen, ja, super zu sein und ja, letzte Woche bin ich auch noch dreimal schauen. Das ist nicht besonders lässig. Weißt du, wenn sie dann erzählen, oh meine, das macht einem Freude. Das war auch lässig, ja, super zu sein. Letzte Woche sind wir das, ja, come on. Weil wir Restaurant sagst auch nicht, ja, hey, super, haben wir gegessen. Aber letzte Woche sind wir noch am anderen Restaurant gewesen. Das war ja super gewesen, du. Das ist eine Information, die irgendwie vorig ist. Ja, aber es ist wirklich so. Noch besser denn du, ich habe im Fernsehen. Ja, kennst du den? Ja, kennst du den? Nein, super, oder? Super, ja. Dann denkst du, ja, ist jetzt gut. Und du hast eine einseitige Kommunikation. Kompliment kriegen ist immer eine Einweggeschichte. Mhm. Also wenn jemand dir sagt, hey, du bist super gewesen, dann nachher sagst du, die freut sich auf die eine Seite, auf die andere Seite kannst du nichts entgegnen.
Also es ist ja lieber, wenn jemand kommt und sagt, hey, du siehst super aus, schöne Jacke hast du an, dann kannst du einem anderen sagen, ja, aber du hast im Fall schöne Hosen an. Ja. Weißt du, so eine Zwei-Weg-Kommunikation. Es gibt ein paar, ich habe es auch schon probiert, weißt du, die dann sagen, ja, es ist auch ein super Publikum gesehen. Ja, das, weil, wir aber, hätten so Standards. Aber es bringt sie dann eigentlich auch nicht, weil du kannst ja nicht die Person direkt zurück... Ja, eben, du kannst ihm Snickers sagen. Ja, du bist super gesehen. Wo bist du gesessen? Ja, eben, du bist super gesehen. Nein, du hast ja richtig mitgemacht. Ja, du musst es eigentlich können. Und willst du auch, du willst ja etwas zurückgeben. Noch besser ist, wenn sie dann sagen, wenn sie sagen, ja, aber es ist ja ein super Publikum gesehen. Findest du? Habe ich überhaupt nicht gefunden. Nein, alle so verklemmt. Ja, dann geht es los. Darum sage ich, am liebsten Köfferli packen. Gut, und was du natürlich weniger hast als ich, weil du bist deutlich bekannter, aber schlimm ist, wenn du dann eben mal jemanden Fremdes kennenlernst und dann heisst es, ja weißt du, er ist Komiker. Und dann geht es los. Kennst du ihn? Aha, bist du lustig dann? Mach mal einen Witz. Mach mal einen Witz. Und dann wird es richtig awkward. Und du schwätzt dann über nichts anderes mehr. Nein, und... Schwierig. Ich habe mal ein Paradebeispiel gehabt, von wie man verschieden kann reagieren auf die Information, ich bin Komiker, wo ich in Australien gesehen bin. Und der eine, es sind zwei Typen gesehen, und der eine hat einfach mit mir schwätzen und hat so lange blonde Locken gehabt. Und ich dann später herausgefunden habe, die hat auch irgendwie seit 8 Jahren nicht mehr mit Seife gewaschen, sondern nur Meerwasser und so. Und brüllen. Und dann sagt er, was machst du? Und ich so, ich bin zum Umreisen und so. Und er sagt, ja, ein Beruflich, Komiker. Und dann sagt er, ah, der Moment, wo du auf die Bühne gehst, ist das der Moment, wo die Nervosität in eine Aufgeregtheit ändert und du die Energie vom Raum spürst. Wirklich so. Und ich hatte eine von der geilsten Fragen, die ich jemals gehört habe. Ja, aber das finde ich aber wirklich etwas, wo du kannst reagieren kannst. Genau. Darauf. Und dann habe ich eine halbe Stunde mit dem geschwätzt und habe gemerkt, wow, das ist einer, der irgendwie... Darf ich noch erzählen, wie ist denn das? Sondern sagen, ist es das? Gar nicht davon aus. Eben. Und dann hat das richtig können visualisieren und super Gespräch. Und dann kommt sein Kollege, ein bisschen robusterer, und sagt so, was machst du beruflich? Ich komme und sage, ah! How did you get the gay guy to fuck a woman? She had in her hand? Das war sie. Ja, gerade noch einen bringen. Ja, das war wirklich so das Spektrum gesehen, weißt du? So viel. Okay. Jimmy Carvitz übrigens. Ja. Das ist ja alles. Macht die Runde. Das ist ja geil, wenn sie dir noch einen Tipp geben, bau den doch noch ein. Ja, und zum Teil ist es heutzutage ja wahnsinnig schwierig. Zum Teil hörst du wirklich lustiges Zeug, aber du weißt gar nicht mehr, von wem ist das? Ja. Also weißt du, vielleicht hat jemand das wirklich sich selber überlegt und findet, hey, vielen Dank, aber zum Teil denkst du plötzlich, es ist eine geile Pointe und irgendwo siehst du es in einem Programm und denkst, oh shit. Das ist, ich behaupte heutzutage, früher ist ja vor allem in den USA wirklich ein Problem gesehen von Diebstahl, dass du halt grosse Stars gehabt hast, die haben ihre Autoren, also eben Autoren, schon fast viel gesagt, auf ihre Assistenten in kleine Comedy-Clubs geschickt. Und wenn dort irgendeiner ein geiles Bit hat, dann ist das ganze Bit, Wort für Wort, 5 Minuten, 9 Minuten, wie lange auch immer, und dann hat es von dem aufgeschrieben worden. Dann hat es nachher geheißen, du hast es geklaut. Genau. Und dann hat er das sich aufgeschrieben, hat das einem Bekannten gegeben, der ist auftreten, und weil er der Bekannte gesehen ist, hat es keine Sau interessiert, dass dort irgendwie ein kleiner, guter Komiker in einem Club in New York eigentlich das sich ausgedacht hat. So. Und dann ist die ganze YouTube-Welle gekommen. Und darum ist, glaube ich, direkter Diebstahl eben gar nicht so das Problem, sondern das, was du sagst, dass einer will eben unter dem Komiker irgendwie noch gut dastehen und kommt dann mit irgendeiner komischen Alltagsbeobachtung, hey, findest du nicht auch Hirn laufen anders als oder irgendetwas? Und dann sagt der Komiker, das ist doch eigentlich, lustige Überlegung, Und tut sich vielleicht sogar noch etwas selber dazu überlegen. Ja. Und ein halbes Jahr später siehst du dann, Komiker XY spielt das seit 2 Jahren. Es ist wirklich schwierig, aber allemal ist das wieder kein Problem mehr. Yeah. Also wenn ich sehe, vielfach, gerade was so an Videos und so, denke ich, hey, aber das sind Sketch-Shows von, weiß nicht wann, wo man schon mal gespielt hat, oder? Gut, das ist ja E-Recycling. Also alles, was auf Social Media lustig ist, hat es irgendwie bei die dreisten drei, was ja auch schon kopiert gesehen ist von Sketch-Shows aus den USA, hast du auch schon 100 Mal gesehen. Ja. Auch Late Night in Deutschland, es ist eigentlich auch alles kopiert gesehen von den Amis. Man hat es einfach noch nicht von den Amis direkt gesehen. Ja.
Das du hast wirklich eine DVD dir organisieren von oder VHS von irgendwelchen Amerikanern, wo hast irgendwie, damit du mal ein Programm gesehen hast. Und heute ist natürlich alles offen. Es ist Stefan auch nicht so ein Problem. Ich meine, die Welt ist, es ist begrenzt so durch. Und Themen, die uns beschäftigen, die sind halt, musst ja Themen nehmen, die viele Leute beschäftigen. Ich finde auch, wenn du dir selber noch einen Gedanken dazu machst, ist es wieder etwas anderes. Ich finde einfach sehr fraglich, wenn du wirklich ganze Nummern kopierst. Ja, das sowieso. Es gibt aber auch, also jetzt gerade mit deutschen Kollegen davon gehabt, wo wir jetzt in Zürich auftreten sind, es gibt vor allem in Berlin, aber grundsätzlich in Deutschland, gibt es jetzt so eine Überbewegung von, eben, wenn du nur schon ansatzweise die gleiche Prämisse hast. Diebstahl! Ja. Diebstahl! Ja. Du bist ein Arschloch, du hast das gestohlen! Aber dann bist du einfach in dem Moment nicht intelligent genug, um zu verstehen, dass ein Witz über ein Velo, es kann ein spezifisches Velo sein, Cargo, Elektro, was auch immer, dass die Prämisse und das Objekt ist zwar ein Velo, aber was du damit gemacht hast, ist dein Ding. Ja. Weißt? Und dort ist jetzt momentan fast so eine Überbewegung. Ja, das ist wie bei allem. Das ist immer so. Es gibt so eine Zeit, das ist wie, sagen wir, beim Fleisch oder beim Rauchen ist das ja auch so. Es ist schleichend dann, und wenn es dann irgendwann einmal so weit ist, dann wird es extrem. Oder dann ist man dann militant und so. Und das ist halt immer Gefahr bei allen Themen, dass es dann irgendwann militant wird. Dass Gegner dann wirklich anfangen, militant zu werden. Und dann wird es aber dann ein bisschen schwierig. Aber man ist ja dann auch nicht militant aus der eigenen Überzeugung, sondern weil man das muss sein. Ja, eben. Das kommt dann auch dazu. Zu dir und deiner Comedy. Schönheit. auch Schönheit. Nein, das ist mir, als ich heute hier angefahren bin, ist mir das aufgefallen, dass eben, wir sehen uns eigentlich oft und viben dann hier und her und eben so lustige Gedanken und auch das, was wir jetzt bis jetzt besprochen haben. Ich kenne dich auch schon, bevor ich Comedy gemacht habe. Du bist schon mal ganz früh, bist du glaube ich, ins Taburett mal gekommen. Auch, ja. Und du bist in eine von meinen ersten Primetime-Shows gekommen. Und du hast vorhin auch noch mit meinem Vater irgendwie Sachen gemacht. Ja, mit meinem Vater sind wir da mal an der Olme, glaube ich, miteinander. Yeah. Er hat die Olme-Sendung moderiert und ich als Reporter. Und dann habe ich die erst viel später kennengelernt. Und trotzdem kenne ich die eben schon länger, als ich Comedy mache. Ich mache auch noch nicht so lange Comedy, aber ich habe mir dann... Du bist auch viel jünger. Du bist viel jünger. Ja. Du bist, was bist du für ein Jahrgang? 88. Ja, siehst du. Ja. Da bin ich fast ein Terrasse. Das sind so die Verhältnisse. Letztens habe ich jemandem gesagt, da habe ich im Fall schon Sex gehabt. Weißt du, so, wenn mir jemand sagt, ich bin ein Jahrgang 90 oder nein, ich bin ein Jahrgang 85, dann ist, ah ja, da haben wir, glaube ich, schon Sex gehabt. Das ist so ein bisschen der Gedanke. Ja, ja, das ist ja eh so ein Jahrgangsding. Ist so. Früher habe ich immer gedacht, alles, was jünger ist als meine Schwester, ist unglaublich jung. Ja. So, und jetzt merkst du, wenn du so 92er Jahrgang hörst, denkst du, das ist ein bisschen jünger als ich, ganz ein bisschen jünger. Ja? Und alles ab 2 ist wirklich so der Schuderzeim. Ja, die sind schon 19. Der Schuderzeim. Das ist unglaublich. Dann merkst du, das ist schon volljährig. Ja. Ja. Und man hat immer noch das Gefühl, hey, ich bin doch noch nicht so alt. Wohl. Ich habe mich schon, allein ich habe mich schon, mein Cousin ist DJ und dann bin ich an irgendeiner Party, wo wirklich halt alle eben so um die 20 gesessen sind. Ich habe mich wie ein Grossvater gefühlt. Und das ist dann auch so peinlich. Du kennst den niemals. Ja. Und im Bewusstsein, das sind ja viele Leute nicht. Also viele, sage jetzt gerade Männer auch, haben irgendwie das nicht das Gespür, dass sie vielleicht schon nicht mehr ganz so im Zeug drin sind und immer noch cool. Ja, ja. Mir ist immer voll bewusst und ich habe auch aufgehört oder ich mache das auch nicht irgendwie noch. Ein Gespräch suchen, wenn es wo bist. Nein, ich habe es auch aufgegeben. In dem Moment habe ich es aufgegeben. Es war wirklich, ich habe jetzt mit ihm geschwätzt und dann ist wirklich eine hübsche, junge Frau nach der anderen zu ihm gesagt: Hey, hallo, hoi, wie geht's? Und du stehst einfach dort und findest, also du. Ich habe mich nicht gefühlt wie der Cousin, sondern der Großonkel, geht jetzt heim, ist gut. Das ist wirklich, und das muss man sich bewusst sein. Ja. Dass das halt nicht mehr. Nein, was ich eigentlich wollte sagen, ist, dass ich heute festgestellt habe, als ich hier angefahren bin, ich weiss, ab dem Moment, wo wir uns kennengelernt haben, weiss ich eigentlich sehr viel von dir. Ich weiss aber zum Beispiel nicht, wie du angefangen hast mit Comedy.
Ich habe eigentlich aus einem Frust raus angefangen mit Comedy. Und zwar, also, ich meine, das kennst du auch, wie ich in einem Radio geschafft und habe. Und dann, wenn du im Radio bist, dann hast du dann jemanden mal so Anfragen, die dann sagen, ja, könntest du nicht einmal am Abend weißt, ein bisschen moderieren oder so. Und dann nachher, als ich dann zum Fernsehen bin, habe ich auch so Moderationsanfragen gehabt. Und irgendwann habe ich es einfach nicht mehr lustig gefunden, zum ja, guten Abend miteinander und jetzt kommt der CEO und jetzt das und das. Sondern ich habe dann irgendwann mal ein bisschen angefangen, so Sachen schreiben oder einfach so Gedanken machen, wo ich könnte ein bisschen noch dazwischen sagen. Und dann, als ich beim Schweizer Fernsehen war, habe ich dort eine Sendung moderiert und die ist dann halt, wie es so geht, mal abgesetzt worden. Und das habe ich immer wieder erlebt. Ich bin ja auch bei Tele24 gewesen, habe mir Roger Schawinski noch dazu gemacht. Und dann ist der Sender eingestellt worden. Und ich bin eigentlich, seit ich in Zürich war, bin dann alle drei Jahre, hat es so einen Break gegeben. Und du bist eigentlich immer halt in dem Medienbereich auch abhängig gewesen von Leuten, die dann entscheiden über dich. Yeah, yeah. Ja, die Sendung hören wir jetzt auf und dies und das. Und wenn du halt einmal in dem Bereich schaffst, ist es natürlich, natürlich würden jetzt viele Leute sagen, ja, aber dann kannst du halt aus etwas machen. Du sagst, ja, aber es ist dann halt schon ganz nicht mehr so einfach. Wenn du das einmal eine Weile lang gemacht hast, yeah, das yeah. macht ja Spass. Und ich bin dann ein bisschen frustriert und dann habe ich dann dazu mal mit dem Jürg Zentner zusammen, haben wir dann mal so ein bisschen, habe ich gefunden, jetzt muss ich mal etwas machen für mich. Und haben wir dann das Zeug mal zusammengetragen und so ein bisschen Übergänge gemacht. Und dann habe ich so einen Abend organisiert. Da hat auch noch dazu mal das Trio Eden, Helmi Sigmi, die Gotte, Guy Landolt. Okay, ja. Die haben im Zunfthaus zu Schmiede, haben die dort eins von ihren Programmen gespielt. Und haben die Bühne ist dann dort gestanden und dann gewissen Abend haben sie nicht gespielt. Und dann haben sie gesagt, komm, mach doch da mal eine Show. Und dann habe ich einfach einmal auf das Geradwohl gefunden, jetzt muss ich das probieren. Dann bin ich auf die Bühne und dann ist das eigentlich ziemlich gut gelaufen. Und haben dann kurz darauf aber bin ich dann schon ans Humorfestival. So ein paar Monate später schon ans Humorfestival. Und das war im 2004 gewesen. Und dann bin ich irgendwie hängen geblieben. Aber ich habe ja immer noch parallel auch viele andere Sachen gemacht. 2004 habe ich schon sechs gehabt. Ja. Hast du schon? Ja. 88, ah ja. 88 sind dann auch schon 16 gewesen. Knapp, ja. Ja. Und das war dann so der Einstieg eigentlich gewesen. Und da bin ich ein bisschen in dem Hangen geblieben. Und das heisst, du bist aber auch schon immer so eine Comedy-Kopf gesehen. Also du hast nicht erst, nachdem du angefangen hast mit einem Comedy-Programm, dich interessiert für Comedy. Nein, ich habe eigentlich... Also für mich eine Erleuchtung... Man wird jemanden mal in einem Interview gefragt, was sind so Vorbilder oder wer. Und ich vergesse immer einen, und das ist der Otto Walkes. Ich vergesse immer zu erwähnen, weil der Otto Walkes, ich glaube, ich habe nie mehr, oder wohl sicher, vielleicht hoffentlich schon, aber dort habe ich fast nicht Hose gesagt. Da bin ich etwa 12, 13 gewesen, mit dem ersten Programm. Und ich weiss genau noch, wo das war. Wir haben so eine Schulreise gemacht, sind irgendwo gelaufen und dann haben alle so einen Kopfhörer gehabt. Und irgendeiner hatte Otto Walkes CD drin. Ich habe schräg gelacht. Und haben das, wir haben natürlich die High Platte gehabt, früher von Gabriel Rotstift, auch Emil, natürlich alles. Aber der Otto hat mir ein neues Ding gegeben. Ich habe ihn unglaublich toll gefunden. So lustig. Ich vergesse den Otto eigentlich auch immer. Ich vergesse den. Weil man muss sagen, der Otto war für mich der, den ich mit grösstem Respekt heute noch, ich habe jetzt gerade seine Biografie gelesen, ich höre immer so Hörbücher. Und wie er angefangen hat und geblieben ist und mit welcher Ehrlichkeit und mit welchem vom Typ her. Also der Otto, leider vergisst ihn immer. Du hast so amerikanische Comedians, aber eigentlich ist der Otto. Und später natürlich auch der Peach Weber, als ich bin am Peach Weber, habe ich in die Hose gesagt. Also das waren so die ersten Dinge. Aber ich war nicht jemand, der sich annähernd hätte vorstellen konnte, weil es zu dieser Zeit das wirklich einfach... Ich meine, heutzutage gibt es erst einen 7-Jährigen, der schon so viel Comedy sieht, dass der sagt, ich will im Fall Komiker werden. Ja, ja. Für uns ist das so auf dem Land, wo ich aufgewachsen bin. Ich meine, jetzt ist eben alleine im in dem Fall auch 2004, wo ich das zum ersten Mal laut ausgesprochen habe und gesagt habe, ich will Komiker werden. Ja. Jetzt geheißen, das gibt es nicht bei uns. Ja, das ist irgendwie so weit weg gewesen, dass ich das gar nicht irgendwie als Traum... und ich bin auch ein bisschen mehr in das hineingerutscht, denke ich. Aber ich habe schon auch, was wir vorher gesagt haben, schon auch das Bedürfnis natürlich immer gehabt von «Hey, dort noch ein Spruch» und auch in der Schule und überall. Also ich bin sicher der Klassenclown. Die Tendenz habe ich schon gehabt. Der Otto ist ja wirklich faszinierend, weil er oft über jede Generation
funktioniert hat und mir jetzt auch noch Leute erzählen, ja, weißt du, jetzt bin ich gerade mit dem Sohn gegangen, der ist 6. Und Otto ist grossartig. Und der verreckt auch und ich finde es immer noch lustig. Ja. Und ich glaube, ein Teil bei ihm ist eben, weil er schon als Figur so funktioniert hat, ist, bei ihm ist das eigentlich das Glück, dass er immer das gleiche Material gespielt hat. Ja. Bei einem Stand-Upper würdest du nach zweimal, wenn du dreimal gehst schauen und er bringt dreimal die gleiche Nummer, findest du, ja, also ich habe jetzt gecheckt, dass du beim Auto immer falsch blinkst. Und, also weißt du, und beim Otto ist es, ich habe eine CD gelost, wie hat die geheißen? Live 96. Ja. Und das heisst, eben können wir zusammenrechnen, oder Live 94, irgendwas so. Live 86, oder also so uralt. Also eben, und dann zeige ich das irgendwie, ich weiß nicht mehr, wem, irgendjemand aus meiner Familie, und die sagen, das ist ja genau das Gleiche wie vor 20 Jahren. Es ist halt einfach, da das Lied mal neu und da das, ja. Aber es ist eigentlich aber immer das Gleiche. Noch Musik. Er ist schon ein unglaublich guter Musiker. Ja. Und darum vergesse ich eigentlich auch immer Otto, weil die CD habe ich auswendig können und habe im Tram, vor Fremden, sobald ich den Schulkollegen dort gesehen habe ich die ganze Otto-Platte abgelabert. Ja? Mit den alten 90, 60, 90. Ja. Das andere Bein auch. Ah, das ist vom Otto, der hat ihn. Aber es ist wirklich, es ist so faszinierend. Und genau in der Schweiz, sie haben zum Beispiel, wer ich grossartig auch finde, ist der Joachim Rittmeier. Ja. Wo ich unglaublich einen tollen Kabarettist finde, wo eigentlich auch die Fähigkeit hat für einen Stand-up. Irgendwie. Mhm. Er hat so eine wahnsinnig schöne Figur. Und dann vergisst man, das finde ich nachher immer so schade, dass man die vergisst zu erwähnen. Yeah. Weil ich meine, eben, du hast das Gefühl, cool, weißt du, so Louis C.K. und dort hat es so coole. Und meine, auf Netflix gibt es Hunderttausende mittlerweile. Mittlerweile aber auch viel Schrott. Ja, es gibt viel Schrott, aber es gibt immer wieder wahnsinnig. Ja, zum Beispiel, weißt du, was ich jetzt geschaut habe? Schon eineinhalb Mal. Seth Meyers. Den habe ich aber nicht mehr, den sehe ich immer nur, aber ich habe ihn noch nicht geschaut. Sensationell. So unglaublich gut. Es ist schon wahnsinnig zum Teil, was du siehst. Und es tönt halt auch geil, also das ist unbestritten. Es ist halt einfach Ami-Style. Es ist halt auch perfekt produziert, ja, gell? Es ist Theater mit 2000 Leuten drin und denkst, puh, geil. Ja, ja, und es ist geil, wenn sie dann immer so sagen, yeah, it's kind of a small venue, a 2000-seater, ja, und du findest so, ja. Das ist bei uns Samsung Hall. Aber es ist natürlich auch, Samsung Hall hat ja nicht den Charme von eben so einem 2000er-Theater. Nein, also das Theater, das ist halt schon so wie eine Oper. In den USA haben sie Räumlichkeiten, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man sie nicht wirklich gesehen hat, weil man immer nur den Eindruck kriegt von den USA, auch schon vor dem Trump, aber halt immer eben so die grossen Klotzer. Aber dann gehst du auf einmal in so ein Konzertvenue, wo eben auch perfekt konzeptioniert ist vom Sound. Ja, und also, ich meine, sie sind einfach Profis. Ja. Yeah. Sie sind einfach Profis. Entertainment ja, und das 101. Ist, das, ich habe übrigens noch einen interessanten Film geschaut, kürzlich Schokolade. Mhm. Hast du den gesehen? Also, der Spielfilm? Der Spielfilm, der jetzt vor etwa drei Jahren rausgekommen ist. Nein. Ein schwarzer, also wie eigentlich der Weiss-Klon zusammenkommt. Ah, eben, nicht der mit dem Johnny Depp. Nein, der heisst eben dummerweise heißen die beide Schokolade. Sehr originell, wenn ich ist, Schokolade. Und Abelard ist. Und sagst, da geht es ja gar nicht um einen Klon, da geht es ja um Schoki. Und dort hast du einen ehemals erfolgreichen Klon gegeben. Und das ist eine wahre Geschichte. Das war, ich glaube, Ende 19. Jahrhundert oder Anfang 20. Jahrhundert. Und der hat dann müssen tingeln wieder in den Zirkus und das hat einfach nicht mehr funktioniert. Und dann hat es einen Schwarzen gegeben, der so eine furchtbare Kannibalen-Nummer machen musste. Weißt du, so, das ist in Frankreich, oder? Ist er so reingelaufen mit einem Affen und Leute so, ein Kannibal. Also, ja. Und dann haben sie dann plötzlich gemerkt, vielleicht könnten sie zusammen etwas machen. Und einen riesen Erfolg haben miteinander. Also, weißt, das war dann die Erfindung eigentlich vom Weiss-Klon und dem dummen August. Aha. Und dann war die Entwicklung so, gewesen, dass dann der dumme August, also der ehemalige Kannibalen-Darsteller, er hat dann irgendwie das Gefühl, nein, er muss mehr haben. Er will auch nicht mehr, dass man ihn in den Arsch rettet irgendwie. Und er will gerne Opern machen und Othello spielen. Und hat es dann auch gemacht, ist natürlich völlig weg. Also wirklich abgeschiffen. Yeah. Und das hat mir, der Film ist mir Ohren eingefahren, weil ich irgendwie gefunden habe, das probieren ja viele, haben dann irgendwann das Gefühl,
sie sind für Höheres geboren oder für Anderes, weißt? Und darum finde ich eigentlich, wenn du merkst, dass du das Talent hast für etwas, dann musst du da dranbleiben. Du kannst schon hobbymäßig mal sagen, komm, es ist vielleicht einmal als Abwechslung lustig, im Theater mitspielen. Mhm. Aber eigentlich nicht vergessen. Gerade bei Duos ist es natürlich, wir sind Einzelkämpfer, wenn wir uns trennen, dann ist niemand mehr da. Aber wenn du ein Duo bist, da gibt es ja viele Beispiele, die dann irgendwie sich trennen und das Gefühl haben, hey, jetzt machen wir sind ja beide. Nein, ihr funktionieren genau so, wie ihr gewesen sind. Michael Jordan. Ist mir recht eingefahren. Michael Jordan hat auch mal das Gefühl gehabt, er könnte Baseball spielen. Ja, ja, ja. Also, wenn du das nachträglich überlegst, dann sagst du, du bist der beste Basketballer, den es jemals gegeben hat. Und du hast jetzt gerade 6 Titel gewonnen. Möchtest du noch einen? Nein. Okay. Ruhestand, verstanden. Nein, ich kann Baseball spielen. Gut, das ist dann natürlich etwas, wo, da würde ich vielleicht sagen, wenn du machst aus Ding raus, weißt, wenn du sagst, komm, jetzt habe ich alles gehabt, was soll ich jetzt noch? Jetzt mache ich einfach etwas anderes. Yeah. Dann kann ich es schon noch verstehen. Ich habe Millionen auf dem Konto und jetzt soll es einfach Fun sein. Aber bist du dann wieder zurückgegangen, weil der Beweis war, es ist nicht wegen Ego. Genau, es ist das Ego. Wenn ich der beste Basketballer bin, dann bin ich sicher auch ein Wahnsinn. Wenn das ist eine Arroganz, um das Gefühl zu haben, ich bin dann überall gut. Aber das hat mir eigentlich wieder gezeigt, dass du eigentlich, wenn du spürst, dass du ein Talent für das hast, dann bleib dort dran und mach das und nicht das Gefühl haben, jetzt gehört die Welt, gehört mir. Das heisst, es gibt nie der DJ Zuccolini. Ah, der ist schon gesehen. Den habe ich schon gesagt. DJ MC, Sugar MC, habe ich glaube, mein DJ-Name. Sugar MC. Ich weiß nur, du hast mal irgendeine Platte, wie heisst es, DJ-Set gekauft, wo du sich dann als Fehlkauf herausgestellt hast. Das habe ich dann bei Dingen. In der Wochenrundschau verlost. Das ist immer super, die Wochenrundschau, weil du kannst Sachen mitbringen, die daheim rumstehen. Jetzt habe ich gerade einen alten Golfwagen können wegbringen. Dann gehst du durch die Wohnung und sagst so, brauche ich das noch? Ach komm, das nehmen wir mit an die Woche und schau, das ist super. Da hat sicher jemand Freude. Ja, aber es ist tatsächlich so, es ist eigentlich eine gute Tauschbörse. Ja, so, oder? Und es erhöht halt den Wert, weil es vom Zuccolini ist. Weißt? Das weiss ich allerdings nicht. Das kommt auf der einen Seite mir zu gut, auf der anderen Seite ist es zum Teil auch ein bisschen hinderlich. Ich nehme das Gefühl, es interessiert niemand, was ich mache. Also, weißt, das interessiert niemand. Es gibt ja Leute, die wahnsinnige Meinung haben von sich, zum Teil. Und das Gefühl haben, ey. Wenn auch jemand sagt, können Sie nachher noch Autogramm geben, sage ich, das müssen wir nicht machen, es will eh keiner ein Autogramm. Ich gehe immer von dem aus. Und es ist für mich dann immer erstaunlich, wenn es Leute gibt, die wirklich Freude daran haben. Aber ich finde irgendwie so immer so ein bisschen, hast das Gefühl, es gibt doch andere, die irgendwie... Dort verstehe ich es jetzt noch, oder? Aber bei mir habe ich immer das Gefühl, aber das hat mich auch eigentlich über die Zeit auch immer wieder... darum habe ich nicht das Gefühl, dass ich abstürzen kann in dem Sinn, dass ich so einen Status erreicht habe, wo es wirklich hart wäre. Mhm. Ich bewege mich sicher in einem anständigen Rahmen, aber es ist jetzt nicht. Es ist nicht Samsung Hall. Yeah. Es ist nicht das Hallenstadion. Yeah, yeah. Ich habe das Gefühl, wenn das vorbei ist, dann ist es schon hart. Also ich kenne ein Beispiel von einem sehr erfolgreichen deutschen Komiker, der jetzt schon im absoluten Elend ist, weil er nur noch 500 Leute hat. Nein, im Gegenteil. Weil er weiss, dass das Level von Erfolg nicht für immer ist. Und da bin ich so froh, dass er so in kleinen Schritten liegt. Genau. Weißt? Wenn ich darum verstehe, ich habe Verständnis für Leute, die im Fall, weißt du, so Fußballer, junge Fußballer, die plötzlich hochgejubelt werden. Plötzlich hast du eine Millionensalär. Das kannst du nicht handhaben. Nein, das kannst du nicht handhaben. Du hast nur noch Leute ringsum und ich bin jetzt 50 und jetzt kann ich es langsam einschätzen. Was ist das jetzt ehrlich oder nicht? Mhm. Oder ist das jetzt wegen dem oder wegen dem? Aber mit 20 kannst du das noch nicht einschätzen. Überhaupt nicht. Und ich sage, meine Freundin ist der Christoph Walz so ein gutes Beispiel, der irgendwie von Arztserie über weiss nicht was gespielt hat und dann mal mit 50 oder mit 52 kriegt er einen Oscar. Das ist doch super, dann musst du nur noch 13 Jahre arbeiten. Jeder Tag, wo du nicht top bist, ist ein gewonnener Tag. Ja, es gibt ja die 10-Jahres-Theorie. 10 Jahre Aufbau, 10 Jahre... ja, Riesenerfolg und 10 Jahre Lorbeeren. Eben noch vom Riesenerfolg. Genau. Also so wieder auf dem Ding. Ja, wenn das aufgeht, aber heute ist es alles anders. Ja, logisch, heute ist es
drei Tage. Ja, es wird immer schwieriger. Und das Niveau behalten oder auch einfach immer. Wir dürfen so dankbar sein, können die Leute uns schauen. Ja, und weißt du, aber das finde ich eben auch, das, was ich so wahnsinnig romantisiere, ist, dass ich das Gefühl habe, wir sind in einem Bereich, wo in diesem kleinen Bereich ändert sich gar nicht viel. Du hast ganz viele externe Faktoren, die sich immer wieder ändern. Ich höre zum Teil von Leuten, die sagen, ja, früher hast du einmal bei Benissimo auftreten und dann hast du überall volle Stadien. Was ja nicht einmal stimmt. Nein, ich bin ja 6-mal bei Benissimo auftreten und es ist also nicht so gewesen. Nein, aber das ist das, was sich die Leute immer einbilden. Ich habe immer das Gefühl, Fernsehen nützt ja etwas, im Gegenteil. Weil es jetzt anders ist. Ja. Und jetzt heisst es, ein viraler Hit. Und, aber es sind nur die äußeren Umstände. Und was ich schön finde, im Kernpunkt geht es immer ums Gleiche. Ja. Du musst vor Leuten bestehen, und du musst mit denen eine Verbindung aufbauen und so dir eine kleine Gemeinschaft aufbauen von Menschen, die sagen, das finde ich toll, die finde ich toll, ich komme wieder mal. Und, Schöne ist und das auch, bleibt immer. Ja. Und Schöne ist auch wirklich, dass jetzt auch, wie alt bist du gewesen, als du das erste Programm gemacht hast? 25. 25, dann hast du die Leute, die mit 25, das werden viele gewesen sein, die in deinem Alter gewesen sind, vielleicht sind sie ein bisschen älter, vielleicht sind sie ein bisschen jünger gewesen, aber eigentlich wachsen die mit dir jetzt mit. Ja. Wir sind es etwa 10 Jahre später gewesen, aber gleich hast du eigentlich noch, jetzt nehmen sie vielleicht Kinder mit, oder? Jetzt sind sie auch in meinem Alter, aber es ist noch nicht so, dass du irgendwie, wie soll ich sagen, Kleinkunst gewesen bist, wo du einfach ein überaltertes Publikum hast, wo heute gar nicht mehr da sind. Oder? Ja. Und und wir müssen einfach dranbleiben und immer die bedienen. Die wissen, was sie erwarten und was sie kriegen und die sollen gefälligst mit uns alt werden. Absolut, das merke ich eben, vor allem weil natürlich, ich sage jetzt zwischen Mitte 20 und Anfang Mitte 30, sehe ich bei vielen Menschen mehr passieren, weil dann kommen nicht Kinder, dann wird geheiratet und so, als zwischen 35 und 40, 45, so, passiert mehr. Und darum sehe ich das extrem, wie alle die Menschen, die, wenn ich Primetime-Show noch ein bisschen früher noch gesehen, 2010 die erste, das heisst, ich bin 22 gesehen, also ist das Publikum voll gewesen mit Studenten. Ja. Und jetzt ist das Publikum so, oh Mann, unser erster freien Abend seit 3 Monaten, weil wir Zwilling kriegt. Und nachher geht es wieder vorbei, so in 10 Jahren ist es wieder anders. Es gibt eine schwierige Phase, das ist glaube ich für alle zwischen 30 und 40, ist wirklich, glaube das ist so, wenn Kinder kommen, wenn alles musst organisieren, es ist eine schwierige Phase zwischen 30 und 40, tut es mir. Du hast 2 Kinder, oder? Ich habe 2 Kinder. Ja. Wie alt jetzt? Die sind 7 und 11. Ja. Ja, aber wir sind relativ spät älter geworden. Ich bin auch erst 38 gewesen, als das erste Kind kam. Mhm. Und nachher dann 42, ist dann 4 Jahre später nochmal nachgeladen. Das heißt, Comedy hast du gemacht, bevor... Ja, nein, ich alles. Ich habe meine Frau schon elend lang. Meine Frau habe ich 25 Jahre. Und von dem her ist natürlich auch schon etwas, wo... Sie ist mit dem aufgewachsen. Sowohl Radio, wochenendweise müssen arbeiten und Abend und morgen früh und alles. Nachher Fernsehen wieder unterwegs gewesen und dann Comedy, also sie kennt das. Und darum schaut sie sich noch etwas anders an, als wenn du jetzt eine neue Beziehung hättest, die sagt, oh, das ist aber da, jetzt bist du wieder fort und jetzt haben wir wieder kein Wochenende und jetzt haben wir dies wieder. Also sie kennt es. Von dem her bin ich mal schon sehr froh. Aber du kannst mittlerweile kannst du wahrscheinlich schon so Inseln definieren, wo du sagst, hey, dann schaffe ich nicht. Den schaffe ich nicht. Das ist schlecht, weil ich bin wahnsinnig existenzängstlich geplagt. Ich bin wirklich so, dass ich, wenn 2 Wochen nicht ein neuer Job kommt, so, weißt du, dann bin ich schon panisch. Obwohl das Jahr super aussieht und alles, aber ich bin nicht, denke, nein, jetzt kommt nie mehr etwas. Jetzt ist es fertig. Das ist ja schon eine Urangst, die wir so, haben. Von einem Tag auf den anderen. Ja, nein, aber es ist so. Plötzlich denkst du, nein, jetzt ist es vorbei. Jetzt haben sie es gemerkt. Ich glaube, noch der jugendliche Leichtsinn, der in die andere Richtung geht. Wo so, das kommt schon irgendwie. Ja, du hast gut. Natürlich auch noch keine Verpflichtungen. Das ist es eben, und die Ansprüche werden nicht weniger mit dem Alter. Also, du auf der einen Seite zahlst für eine ganze Familie eine Krankenkasse. Mhm. Willst du eine gute Krankenkasse zahlen, dann hast du einen Karren, dann hast du ein Haus, dann hast du einfach alles. Alles in Zürich notabene. Ja, und es ist halt einfach Fixkosten, die relativ hoch sind. Ich muss sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden, aber gleich, oder? Du musst, es ist nicht so, dass du irgendwie kannst sagen, du, nein, jetzt verzichte. Es gibt ganz wenige Fälle, wo ich verzichte. Mhm. Letzte Woche hatten wir da wirklich einen grossen Abend, mal Oktoberfest und so.
bin ja froh, dass ich nicht gehen musste. Aber es ist dann gleich noch ein Job gekommen. Ich bin ja früher ein riesen Fan von Oktoberfest. Aber seit ich die Fotos gesehen auf Facebook von jeder und jedem, der sich aus China eine Lederhose holen und so rumsteht und das Tram. Es ist ja keine Lederhose dann, ja. Das ist wirklich. Und dann nachher. Es ist inflationär. Mir regt über Sachen auf. Ich finde immer am Anfang dabei, sie ist lustig. Und ich habe das wirklich am Anfang gedacht, ich weiss noch, als wir zuerst mal da, jetzt, glaub, im HB waren, das erste Oktoberfest bei meiner Frau und ich, sind wir gegangen am Abend und wir waren früher etwa auf München. Gewesen, yeah. Und dann war es für uns ganz selbstverständlich, gewesen, sie leiden das Dirndl und ich Lederhosen. Yeah. Dann waren wir aber Exoten, da hatten es zwei Leute mit Lederhosen. Und heute bist du ein Exot, wenn du keine Lederhosen anlegst. Mhm. Und dann fängt es mir auch langweilen. Weil dann finde ich irgendwie, es ist gut, dass in meinem Garten noch kein Oktoberfest veranstaltet wird. Das ist ein Wunder. Es hat wirklich an jedem Ecke angefangen. Ich finde geil, dass Oktoberfest von August bis November geht. Ja, ja, jetzt ist natürlich, der Zürich ist jetzt gerade fertig, letzte Woche gewesen. Ja. Und in München fängt es am September, glaube ich, an. Gut, in München war es immer so, dass es, glaube knapp bis in Oktober reingeht. Ja, weil es ist ja eigentlich auch die Wiesn, es ist ja eigentlich gar nicht das Oktoberfest. Ja. Oder? Und ich finde. Aber was geil ist anscheinend, also nicht anscheinend, da bin ich einmal gesehen, in München ist das Frühlingsfest. Ja, das gibt es ja, jetzt im Fall bei uns jetzt auch. Aber das ist noch lustig, weil es ist das Gleiche, einfach ohne Millionen kotzende Menschen. So, weil du hast auf zwei Zelt und du hast trotzdem die Bahnen und so. Es sind einfach nur 1000, die kotzen. Genau. 2 Millionen. Genau. Das mit den Bahnen, das fragt mich auch. Ich bin ja letztes Mal im Europapark. Hey, das ist eine Alterserscheinung, dass du die Bahnen nicht mehr vertraust. Und ich kenne das eigentlich nicht so. Ich meine, da jetzt im Knabenschüssen zum Beispiel gibt es furchtbare Bahnen, weißt, wo du mit so grünen Dingen und dann ist das so, dreht sich so, du stehst auf dem Kopf, da wird doch gekotzt, oder ist das nicht so? Hey, also... Hast du das schon mal erlebt? Hast du schon mal einen gesehen? Ich meine, du bist unten und yeah. Oben hängen sie so und dann macht es so blöd. Ich habe gemeint, dass es fast... körperlich, biologisch, physikalisch, wie du es immer willst nennen, fast nicht geht im Moment, aha. Aber gerade danach. Ah, gerade wenn du aussteigst. Yeah. Ah, ist es so? Ja, yeah. Das wäre ein riesen Glück, das hat vielleicht die Natur gesagt. Irgendwann sage ich, ja, jetzt wird es Bahnen geben. Und tun das so einrichten von der Natur, dass man muss. Erst nachher kotzen. Yeah. Weil es ist unangenehm für alle anderen. Ja, wir haben in Basel mit Herbstmesse. Ja. Die geht zwei Wochen. Hast auch, jetzt ist der höchste Freefall-Tower aller Zeiten. Ist jetzt gerade wieder dargestellt worden. 84 Meter. 84 Meter. Die Bereitschaft für das Risiko im Gegenteil steht von der Intelligenz. Also je tiefer die Intelligenz, desto höher bist du risikobereit. Ich bin dort auf so einem blinden Vertrauen. Ich habe so das Gefühl, so wie Fliegen. Weißt du? Wenn gibt Menschen mit Flugangst? Wenn ich einmal das Zeug aufbauen, habe ich immer so, ja, das ist schon erlebt einmal, irgendwo in Talwil an der Kilbe, glaube ich, hat es geschneit im Oktober und nachher bist du vor so einer Bahn und das war nicht spektakulär, gewesen, aber es ist irgendwie alles eingefroren gewesen. Und irgendwo hast du einen gesehen, es war bitterkalt gewesen, einen in einem Jeansack, so ein Junkie, der mit dem Föhn ist, geht dingt mit dem Föhn, mit einem Kabel, geht in die Eisen und dann denkst du, oh fuck, hat er sich da aufgebaut? Nein, bitte. Er hat sicher einen gewissenhaften Job gemacht. Irgendwo fehlt, meinst du, brauchen wir die Schraube? Nein, wenn eine vorig ist. Nein. Aber, weißt, aber es ist trotzdem so ein Phänomen. Ich bin da zu pragmatisch. Das ist einfach, ja, wenn in 2,5 Millionen Fahrten einmal so ein Bügel nicht zugeht, dann bin ich halt oft wirklich so ein arroganter Sicher, der sagt, mir passiert das nicht. Schlimm ist, wenn einer hast, daneben, der so einen Ranzen hat, und dein Bügel ist, also meine ich auch nicht wenig, aber ich habe das schon gesehen. Wo das in einer Reihe. Gehen, wo das Zweite können wir zudrücken. Und du hast da so frei. Du hast noch genug Platz. Kann ich noch eine Küsse haben, bitte? Ich brauche ein bisschen mehr. Aber was geil ist, es sind so Menschen, ich habe jetzt gerade wieder irgendjemanden auf Facebook oder so, weißt du, die dann alles auf sich beziehen. Und dann postet irgendjemand irgendwie ein Foto, wo sie eben auf deren und deren Schaukeln sind. Ja. Und dann schreibt jemand drunter, zum Glück warst du nicht letzte Woche. Da ist nämlich ein Bügel aufgegangen, ja. Und ein Mensch wurde fast tot verunglückt. Weißt du?
Das sind dann die anderen, weißt du, also, frag mich nicht, fliegst EasyJet, also EasyJet ist jetzt noch nie etwas passiert, aber fliegst du irgendeine Airline, die vor 3 Jahren mal einen Unfall gesagt hat? Ja, nachher, pass auf, es ist vor 3 Jahren ist mal ein Flugzeug abgestürzt. Ja. Nein, es hat immer Leute und heutzutage haben ja alle eine Stimme. Das war ja früher nicht so gewesen. Und das macht es ja auch schwierig, oder? Dass jeder noch seine Dinge. Und das ist ja das, was wir haben, die Möglichkeit, auf die Bühne zu stehen und Leute etwas zu erzählen. Viele Leute haben das nicht und die brauchen das. Aber sie erzählen es trotzdem. Ja, sie müssen den Leuten wirklich Tipps sagen. Ich habe auch aufgehört, Tipps zu geben. Das habe ich aufgehört. Das ist auch so etwas. Weißt du, wenn einer sagt, ich gehe auf New York, dann sind immer 10 Leute ringsum und sagen, hey, musst du von dort gehen, musst du dort gehen. Ich sage einfach nichts. Und wenn einer mir sagt, ich gehe in das Hotel und ich weiss, es ist ein scheiß Hotel, scheisse gleich, was sollen wir jetzt auf die Leute nehmen? Genau. Oh, weißt, du musst immer noch coole Ideen haben. Du kannst ja dir nicht sagen, ja, geh doch dort, wo jeder kennt. Sondern weißt du, ich kenne dort einen Ring zwischen dieser Straße und dieser Straße. Weißt du, dort hat es so, hey, wow. Ja, ja. Weißt du, was mein Lieblingsargument ist? Hey, dort und dort, keine Touristen. Oh. Das ist etwas, wo die Schweizer schon wahnsinnig froh wären, würde die Landestracht automatisch angereicht kriegen, wenn er es woher kommt. Ja. Aussteigen und hallo, gerade in der Landestracht und Sprache können. Ja, genau. Ja, nicht. Weißt du, dann gehst du in ein Restaurant, wo sie mit Neonbeleuchtung und Plastiktisch, nur weil dort Einheimische sind. Ja. Und sollst nicht Einheimische denken. Ja, schon wieder. Weißt du, wir würden auch lieber es woanders gehen. Wir müssen einfach da, weil wir es nicht mehr können leisten können. Wobei Touristenort sind ja meistens, also zu Touri-Restaurants sind ja meistens teurer. Ja, aus dem Grund. Natürlich. Aber weißt du, ich bin Tourist. Wenn ich 10 Mal in einer Stadt war, dann weiss ich langsam. Ja, dann gibt es mal ein cooles Ding, aber auch dort. Ich bin Tourist. Genau. Wenn ich ankomme, dann muss ich in Louvre in Paris. Ja, mache ich. Sacre Cœur, alles Zeug, das habe ich jetzt x-mal gesehen. Aber grundsätzlich würde ich es nochmal schauen. Ja, klar. Und ich sage, es ist halt einfach so, weil zum Teil sind die Touristensachen ja auch die, die man will sehen. Ja. Also ich habe es jetzt in New York, habe ich das jetzt wieder gehabt. Und ich habe gedacht, ey, ich muss ja schon einmal über Times Square. Ja. Also, natürlich musst du gehen. Und dann machst du es und bereust es, weil es hat viel zu viele Menschen und es ist nur noch beschissen eigentlich. Es ist so, aber gleich, ich meine, es ist das, was du in jedem Film siehst. Ich habe jetzt gerade Birdman wieder gesehen. Oh, so geil. Einer von meinen absoluten Lieblingsfilmen. Und dann bin ich schauen, wo ist das Theater wieder, weißt du, am Schauen. Und dann siehst du so, wo es läuft und siehst du so hinnehmen und dann, ach geil, dort, ja, dort. Und ich finde es halt immer lässig, wenn du in Städten Sachen im Film siehst, wo du denkst, ah, look. Das ist jetzt das Problem in New Jersey, nein, in der Bronx. Ja. Die extrem lange Stege, wo der Joker abtanzt, ist jetzt komplett. Die ist jetzt komplett überlaufen. Ja, natürlich. Mit Touris in der Bronx, wohl bemerkt. Ja, genau. So. Die Bronx ist, glaube ich, auch schon gentrifiziert. Ist schon mehr jetzt, ja, aber es gibt trotzdem noch so ein paar Ecken. Aber es ist jetzt, glaube ich, so kennzeichnet. Touris bitte die Stegen und sonst nie einen anderen. Genau. Weil ich habe schon so einen Bericht gesehen, wo irgendwie einer hat es noch vorausgesagt, der dort wohnt, der gesagt hat, ah, oh, hast du gesehen im Trailer? Genau. Der Joker tanzt die Stegen darab, jetzt geht es los. Ja, jetzt können alle. Jetzt könnt ihr schon mal Krebsstände unten herstellen und die Hamburgerstände, jetzt geht es los. Ja, Hotdog. Jokerburger. Ham Joker. Wo auf dem Brötchen noch so ein rote Ding ist. Genau, ein bisschen grüner Coleslaw. Ja. Rot mit dem Ketchup, der Smiley. Ja. Schon ist es. Ich bin das Friends-Haus bin ich natürlich wieder anschauen in New York. Ich habe Friends nie geschaut. Wirklich? Nein, nie. Muss schon mal schauen. Ja, aber es gibt so Sachen, die ich einfach verpasst habe und dann ist mir es zu mühsam zum Anfangen. Gut, das habe ich zum Beispiel mit all diesen Marvel-Filmen. Ja, ich habe nie geschaut. Ich habe keinen einzigen Marvel. Und die Leute, wirklich, du siehst zum Teil, wie das Gesicht ihnen schnell vor der... Wenn du sagst, vom, hast du nie gesehen. Ja, wie die Haut vom Fleisch sich abzieht. Wenn du sagst, vor allem so Deadpool habe ich nicht gesehen. Und dann sagen sie so, Deadpool ist aber halt... Ja, der ist sicher mega geil. Nein, und ich habe ihn auf der Liste. Ich habe ihn auf der Liste und ich will ihn irgendwann schauen. Aber ich habe ihn halt einfach noch nicht gesehen. Der ist einfach für uns sehr lustig. Schon, gell? Ja, weil er einfach, weil es so, weißt du, es hat so, es ist ja auf Klischee um. Ja. Yeah. Und das macht es eben lustig. Dann ist es eben wieder witzig. Ja, ja. So ein Superheldenfilm. Nein, alle die Avengers und so. Feuerspritzen. Wow. Sind ja wahnsinnig. Was ich zum Beispiel auch nicht lustig gefunden habe, und ich weiss, da werde ich sehr wahrscheinlich aufliegen. Dafür rote? Töten. Hangover? Ja. Yeah. Nein, ist aber nicht so lustig. So primitiv bin ich dann schon. Das ist schon lustig gefunden, oder? Big Bang Theory. Nein, ist aber auch nicht so...
Mm-mm. Das ist so etwas, wo, weißt, wenn ich anfange, jede Sekretärin zu finden, hey, schau, Big Fingers. Ja, also, ich finde es einfach drei Nerds. Mir passt das Setup nicht. Weil ich finde immer, euch gibt es eigentlich so nicht. Ja. Yeah. Weißt du, und das regt mich dann auf. Yeah. Ich finde, was ist das wirklich so, dass drei Nerds, vier Nerds jetzt in einer Stube hocken und die alle Klischees erfüllen von einem, der mit dem T-Shirt über ein Langärmiges drauf hat und alle so. Und es ist so gespielt. Ja, yeah, ja. Yeah. Also weißt du, dann ist mir Ding noch viel lieber da, How I Met Your Mother, wo ich dann irgendwie noch das Gefühl habe, es ist eine Show und alles, aber es sind gute Dialoge und irgendwie könnte es noch eher sein. How I Met Your Mother war so ein klassisches Problem von, wir müssen mindestens 100 Folgen haben, ja, damit wir richtig Stutz verdienen. Ja, ja. Und nach vier Staffeln ist eigentlich der ganze Fuß draussen gewesen. Und das haben sie bei Friends schon deutlich besser angekriegt. Aber das habe ich aber nie angefangen. Aber wenn dir How I Met Your Mother gefällt, dann wird dir Friends so unglaublich gefallen. Weil es ist vor allem, dass es eine Network-Show war, wo eigentlich eben, wo du nicht fluchen und was weiß ich, ist wie sie mit den Themen umgegangen sind, ja. ist schon sehr noch beim Leben gewesen. Jennifer Aniston war bei Friends, gewesen, nicht? Jennifer Aniston, Courtney Cox. Die haben immer noch, die haben mir früher nie gefallen und jetzt erlebt. Jetzt, als sie so operiert ist? Ja, ist sie? Ja, schon ein bisschen. Ja, merkst du schon ein bisschen, ja. Aber eher so ein bisschen, einfach so ein bisschen, wie du wirst, der Handwerker, der kommt und sagt, wir müssen dort ein bisschen noch etwas verputzen machen. Ja, so, genau. Aber nicht eine ganze neue Wand. Nein, nicht eine ganz neue Wand. Nein, schon gut. Nicht so, weißt du, René Zellweger, der aussieht wie ein neuer Mensch. Ja. Nein, Jennifer Aniston ist so eben so ein bisschen remodelliert, ja. Ich finde sie aber, ja, für mich ist ein bisschen das Problem, du merkst, die spielt ja auch Jennifer Aniston. Weißt du, es ist so, alles ist eine Rolle. Es ist so, ich glaube, das Lachen. Keine Sekunde. So, ja. Ich bin in dem Fall sehr selbstironisch. Keine Sekunde glaube ich der irgendetwas, wenn sie im Interview schwätzt. Aber ich glaube, der glaubt der wenigsten etwas. Das ist ja, aber dann gibt's, dann, weißt du was, dann ist sie einfach nicht so eine gute Schauspielerin. Weil es gibt paar, die können das deutlich besser. Ja, aber... Also zum Beispiel der Brad Pitt. Jetzt nicht, weil es der Ex von der Jennifer Aniston ist. Aber wenn ich den Brad Pitt sehe, jetzt wegen den Tarantino-Interviews, wo er einfach dort hockt mit seinem Käppli, der hat jetzt, ich glaube, gestern drei Bier zu viel gesoffen. Der schießt ein bisschen an dort sein, aber er ist auf der netten Sieg. Brad Pitt ist einfach unglaublich gut. Ja, und dann findest du, der ist, glaube ich, schon viel realer. Und auch, das hörst du dann irgendwie so von anderen Leuten in Interviews, dass für den Level von Fame ist das, glaube ich, einfach wirklich ein easy Dude, eben, der mit seinem Schirmmützchen irgendjemand anhockt und findet. Mich nimmt es aber easy. Wunder, ich würde gerne mal hinter die Kulissen sehen, oder? Mhm. Und mal schauen, wie das Leben ist von jemandem so, weißt du, auf dem Level. Nicht, dass ich bin. Das ist der Horror, wenn du auf der ganzen Welt. Mhm. Du kannst ja nie, wirklich nicht. Also viele Leute träumen von dem, aber ich meine, das muss ja der Horror sein. Wenn ich vorher sage, dass ich eigentlich Mühe habe, nach einer Vorstellung mit drei Leuten müssen zu reden, weil ich nichts zu sagen habe, eigentlich, dann denke ich, das muss ja der absolute Horror sein. Und jeder will dir ja etwas sagen. Mhm. Also weißt du, meine Frage, keine Vorstellung heute. Nein, wenn ich da bin, am Posten, habe ich sehr wahrscheinlich jetzt gerade keine Vorstellung. Aber hast du nicht das Gefühl, dass ab einem gewissen Level die Leute sich dann auch schon wieder nicht mehr getrauen? Ja, aber ich habe letztens mal die Doc gesehen über die Rolling Stones, die in Kuba auftreten sind. Mhm. Die haben Südamerika gemacht und in Südamerika sind Stones unglaublich beliebt und wahnsinnig. Also sie sind auch überall beliebt und erfolgreich, aber in Südamerika da säckeln zum Auto noch und sie Tränen in den Augen, wirklich alles, die brüllen, das ist das Stones. Und dann siehst du den Keith Richards, der dann am Morgen das Ding aufmacht und er macht jedes Hotelzimmer erst am Morgen auf und es hat immer Leute unten. Ja. Und er so und die Zeugen. So. Das hast du nicht gewünscht, irgendwann einmal. Aber das ist eine ganz klare Frage von der Kommunikation. Also weißt, weil du weißt, Stones gehen auf Kuba, also sind alle eh schon auf Alert. Ja, aber sie sind noch nicht einmal, sind sie in Argentinien oder weiß nicht wo gewesen. Also bis dann in Kuba gewesen sind, dann ist natürlich. Nein, aber es ist klar, die sind auf Tour, dann werden sie dort sein, Wenn jetzt der Keith Richards da, vor allem im Kreis 4, wird rumlaufen. Das kennt man nicht. Kreis 4 glaube ich jetzt nicht. Lustigerweise, gerade wegen der Stones, bin ich in Paris gewesen, und dann laufe ich dort in die Faubourg Saint-Honoré runter. Yeah.
Und dann nachher kommst du bei dem Hotel Bristol. Bristol? Ja. Und dann nachher sind da durch viele Leute draußen gestanden und dann habe ich gesagt, was ist denn da los? Auf mein bestes Französisch. Ja. Und dann hat einer gesagt, Oli Stones. Dann habe ich verstanden, Oli Stone. Und dann, wer ist denn der Oli Stone? Der Oliver Stone, der bekannte Regisseur. Ja. Oli Stone. Dann bin ich weitergelaufen und dann ist der Charlie Watts gekommen. Ja. So, nein, geil. So. Wirklich, kleiner als ich und das heisst etwas. So, mit einer Frau, die zwei Köpfe grösser ist und 30, 40 Jahre jünger. So. Das ist so ein Männchen gewesen und weißt du so. Und dann nachher, aber man kennt sie. Mhm. Ich bin überzeugt, auch da wirst du sie kennen. Ja, eben, wenn sie alle zusammennehmen sind, logischerweise. Aber du wirst, glaube ich, auch der Ding. Aber es ist die alte Geschichte, die du immer hörst. Das heißt, wenn jemand ohne Bodyguards irgendjemand in einem aber Restaurant. Du bist einfach nicht sicher, du sagst, eben. Ja, logisch schauen die Leute. Und es braucht immer die erste Person, die die Welle bricht. Und dann geht es los. Dann geht es los, schon klar. Ja. Aber es gibt doch das, also, weißt du, wenn irgendwie Beckhams erzählen, wie sie in London unerkannt haben können, zusammen zu Nacht essen, das ohne dass die Presse draufgekommen ist und niemand gewusst hat, dass die zusammen sind. Ich kann das auch. Wenn ich allein unterwegs bin, dann nachher ist es halt schon anders. Geil ist so, beim Basch ist das immer der Fall gesehen, dass wenn er irgendwie hat unerkannt sein wollte und irgendwie eben noch Schirmmützli und Sonnenbrille und so, dass dann umso klarer gesehen ist, dass jetzt in der Tankstelle der Baschi ansteht, oder? Das ist dann halt, bekannst du dann auch zu fest. Aber eben, wenn du mit Bodyguards rumläufst, natürlich schaut jeder. Mittlerweile ist, vor allem in den USA, sind sie ja so bierenweich, was das betrifft. Es hat irgendeine, wie nennst du das? Kein Influencer, Content Creator. Ja. Das ist jetzt auch ein Job, oder? Finde ich noch easy. Und ich weiß nicht mehr, für welches Magazin oder welches Outlet. Haben sie klassische Tests gemacht, weißt du? Wo einfach, der geht den Tag durch, geht dann über den Times Square, keine Sau kennt ihn. Nachher nimmst du Ding. Und dann nimmst du irgendwie Kamera und so und alle fünf Fotos anmachen. Und das, also das ist ein alter Joke. Das haben wir, beim Lokalradio haben wir das schon gemacht mit irgendwelchen Redaktoren. Da haben wir geile verspiegelte Sonnenbrillen angelegt und gesagt, kennst du den neuesten FCB-Spieler? Und alle, ja. Und was findest du gut an ihm? Ja, stabiler Schuss. Gut im Dribbling, weißt du? Von dem habe ich früher immer geträumt, wo ich ins Kaufleute nicht reingekommen bin. Ich habe immer gedacht, komm, jetzt miete ich mir wirklich so Fotografen, weißt du? Und mal schauen, was sie machen. Wenn du vorne dran stehst, dann komm ich, dann sie sicher rein. Ich finde es geil, wenn man so jo nicht sich zu erkennen gibt. Weißt du, eben spielst du irgendjemanden? Gut, bei dir wissen sie, dass du zu Colini kommt, aber irgendwie eben, hast du eine Mixed-Show oder was weiß ich. Und sie haben irgendwie das Gefühl, du bist jetzt der, wo noch schnell in der Kabel steckt oder keine Ahnung was, weißt du? So, ja. Und oder irgendwie, du gehst in die Küche und fragst etwas, Entschuldigung, was ist möglich, dass sie Glas? Was machen sie da? Ja, und dann sie sind draußen, dann müssen sie dann. Ja, und 10 Minuten später bist du auf der Bühne und dann nachher. Und dann ist eigentlich, das ist dann immer so ein schöner Test, wie Menschen anders mit einem umgehen. Nur, ja, nur plötzlich. Auch wenn du ankommst. Eben. Das ist, gell, wenn du ankommst auf der Bühne, das ist auch selbst vorher, sind sie so wie... Ja. Finde ich überhaupt nicht gut. Und dann die Änderung ist so, dann merkst du, dann sehen sie auf der Bühne und es funktioniert und nachher kommst du ab und dann sind sie ganz anders. Ja. Das habe ich mit Techniker zum Teil. Techniker, weißt du, wo du merkst, wenn du jetzt nicht die eigenen dabei hast, hast du immer den gleichen? Ja. Nein. Dann bist du an irgendeiner Location, wo das Haus der Techniker stellt und du merkst, der schießt jetzt an. Und meistens, ganz gut ist, wenn es dann noch mit einem Zusammenessen verbunden ist, weil es geht halt auf die 5 Essen, Techniker sitzt dann noch dazu, oder? Und das ein bisschen. So. Und dann siehst du tatsächlich 2-3 Mal lachen während der Show. Und dann, das ist ganz anders. Super gesehen. Ja. Weißt du mal etwas anderes? Ja. Und so. Ja. Aber es ist eigentlich nur erstaunlich. Die verändern sich so wahnsinnig. Ja. Das ist auch. Du merkst es beim Golfspielen auch so. Wenn du schlecht spielst, dann bist du meistens der, der hinten anläuft. Und vorne sind die anderen drei, die gut spielen, also in der Gruppe. Und die sich so ein bisschen. Unbewusst ist das, glaube ich, etwas, weil du tust als Gruppe, in der Gruppendynamik, die passiert dann so, dass eigentlich der Schwache im Glied dann irgendwie nicht mehr in der Gruppe ist. Oft, weißt du? Sie laufen dann einfach so. Aber das ist so ein unbewusstes Ding. Die besprechen dann auch viel wichtigere Sachen. Ja, du weißt, es ist so irgendwie, du bist ja dann oft im Turnier, so bist 4 Leute im Flight, oder? Mhm. Und nachher, wenn dann einer auch schlecht spielt, was sie durchaus auch sein kann, dann nachher bist du plötzlich so ein bisschen,
du gehst dann unbewusst so ein bisschen hinter die anderen drei, die eigentlich ganz anständig spielen. Das ist eigentlich, aber es war schon in der Schule so gewesen. Du bist ja dann, wenn du auch nicht der gewesen bist, der jetzt gerade die geilsten Freunde hatte, hast du die natürlich auch solidarisiert, mit denen auch alle ein bisschen Loser gewesen sind. Ja, logisch, oder? Logisch. Ja, das ist, aber das ändert sich nie. Nein, das ändert sich wirklich nicht. Es ist ja eben sogar in der Comedy-Szene ist es dann so. Ja. Dass du eigentlich auch lieber mit denen zusammen bist, die lustig sind. Wobei, es gibt schon ein paar Menschen, die ich privat wahnsinnig lustig finde. Und ich kann nichts mit dem anfangen, was sie auf der Bühne machen. Ja. Und das ist auch völlig okay. Ich finde auch, und man tut es dann uns oft als Neid auslegen. Oder weißt, wenn du ganz offen sagst, gefällt mir nicht. Finde ich nicht lustig. Ja, was ja auch fast schon bewiesen ist, weil du machst ja etwas völlig anderes. Also weißt, wenn es wirklich etwas anderes ist, warum, wenn es dir so würde gefallen, würdest du wahrscheinlich das machen. Weißt? Aber eben, dann tust du das analysieren, denkst du, hey, findest du es? Und sagst, nein, mir gefällt das einfach nicht. Mhm. Ich habe mit dem, das ist, gefällt mir nicht. Und dann, ja, du, sagst, nein, ich meine, wenn es jemand kann beurteilen, sind wir es. Mhm. Wir können es analysieren, wir können sagen, schau mal, das Timing finde ich nicht gut, ich finde die Themen nicht gut, ich finde, es ist zu billig oder es ist, es interessiert mich schlicht und einfach nicht. Ich kann mir sagen, es ist, also hauptsächlich ist es dann einfach, eben, es ist nicht meine Sorte Tee. Ja, so, das ist das, wo dann eben ausgelegt wird, oft ein bisschen so, ja, willst du halt auch so. Und dann sage ich, nein, das geht nicht um das. Mhm. Ich meine, wem es jemand kann beurteilen, sind wir es. Wir können sagen, schau, das, aus den und den Gründen sage ich dir, warum mir das nicht gefällt. Mhm. Und, aber es ist immer schwierig. Eigentlich darum auch die Schnorren heben. Sagen wir, ja. Also aber das kann ich halt auch nicht immer. Das ist Pech. Für das schätze ich dich so sehr. Ja, ich habe nicht bei dir. Du bist eigentlich der allererste Stand-Up in der Schweiz. Sag ich auch immer. Ja, ich sage, zuerst nicht allein. Wobei der Midi Gotte hat das eigentlich, oder auch das Trio Eden hat natürlich auch dazu mal den Schuh angemacht. Ja. Also die haben, der Midi hat irgendwann auch mal ein Programm gemacht, hat es zwar irgendwie ganz selten gespielt, ich weiß nicht, aber. Aber hat eins gehabt. Er hat eins gehabt, und, aber ich denke schon, dass dann so eigentlich nachher von dieser Zeit weg, wo das Trio Eden dann auch nicht mehr auftreten ist, oder als Einzelne, habe ich schon das Gefühl, und das ist so etwas, wo ich bei dir auch denke, weißt du, jetzt ein hoher Hype, oder? Jetzt reden plötzlich alle von Stand-up. Und dann denkst du schon, ich bin immer, entweder zu früh oder zu spät. Weißt du, so, ich meine, dass seit 15 Jahren plötzlich finden sie alle toll, Stand-up. Und das ist ja aber, wir haben das im Fall schon vorher gemacht. Also. Yeah. Und das ist dann auch ein bisschen peinlich, um das zu sagen. Es ist so, ja, ich habe das schon länger, mache ich das. Das ist dann so ein bisschen, ja, das machst du ja nicht gerne, dann darauf hinweisen, dass vielleicht, das ist auch wenn jemand mir einen Joke erzählt, wo es mein Programm ist. Ja, das gibt's. Weißt du, das ist doch so wie dort, wenn du zu dies und das und dann sagst du irgendwie, ja, habe ich 2012 ist das im Programm drin gewesen. Kennst du den, ich weiss den Vornamen nicht, Matuschek, so einen bayerischen Kabarettist? Ja, er sagt mir etwas, ja. Mit dem bin ich mal auftreten und der hat mir eine grossartige Geschichte erzählt. Wie, der spielt immer in München. So zwei, drei Mal in der Woche, weil du hast ja viel Tourismus und das funktioniert gut. Und er spielt oft gerade wirklich so news-satirische Sachen. Wo er halt wirklich etwas gelesen hat und dann bringt er das. Und dann hast du einerseits eben Autoren zum Beispiel von der Anstalt, wo dann gerne mal irgendwie schnell mal etwas können anschauen. Ja, das dann ein bisschen anders am Dienstag oder wenn auch immer es läuft, verpackt wieder bringen und so. Und dann hat er erzählt, er habe so eine Mixed-Show moderiert, wo, das gibt es noch gerne in Deutschland, wo der Moderator auf der Bühne bleibt. Ah, das ist so wie bei der Nur macht das auch. Ja. Wo dann so am Tisch hocken und ja, zuschauen. Tisch oder Sofa und nachher wird noch ein bisschen getalkt. Nein, ich auch nicht. Es ist keine Late-Night-Show, es ist aber auch keine reine Mixed-Show. Jetzt ist er da und dann nachher stehst du fast dann auf und ein paar irgendwie. Es ist so ein bisschen so Red Pack-mäßig. Und das Schlimme ist auch, wenn du ganz am Anfang dran bist und dann für den Rest der Show auf der Bühne musst bleiben. Du musst immer so machen. Oder du eh die ganze Show auf der Bühne musst bleiben und du kennst natürlich jeden einzelnen Joke, aber das ganze Publikum schaut immer zu dir. Ja, wie reagiert? Oh, findet der das jetzt auch lustig, dass der das sagt? Und du machst immer so. Auf jeden Fall, dort ist der am Moderieren.
hockt auf dem Sofa und schaut zu einem Jungen zu, wo ein ganzes Bit von ihm spielt. Also vom, hat es mal erzählt? Ja. Von Matuschek. 1:1. Ja. Irgendwie die Tamponnummer. 1:1. Und danach sitzt er dran und er sagt, du, jetzt musst du schon etwas sagen. Jetzt hast du 1:1 mein ganzes Bit von dem und dem Programm, so und so heisst es, hast du jetzt gespielt. Und dann sagt der Junge, auf so, ah, das warst du. Aber das ist das, was wir vorher gesagt haben. Wenn du so Eier hast, ist es eigentlich auch egal. Das ist eigentlich völlig egal. Das ist, es ist einfach eben, die Leute darauf aufmerksam machen. Ich glaube, da sind wir alle zu wenig uneitel, um irgendwie nicht darauf hinweisen, dass es halt so ist. Mhm. Eigentlich könntest du sagen, komm, man soll jetzt da diskutieren oder irgendwie, aber irgendwie musst du den Leuten ja sagen. Weißt du, wenn jemand kommt und sagt, hey, die haben von einem etwas Geiles gesehen und so, und sage ich, was? Ja, aber das war bei mir im Programm. Weißt du, so, das müsstest du ja dann irgendwie sagen, und wie machst du das? Also der Aufwand ist relativ gross, um es elegant. Ja, ja. Gut, mir passiert das nicht so oft, dass ich von mir selber zitiert werde. Ja, aber weißt du, es gibt dann so Themen, wo wirklich, wo zwar das Thema öffentlich ist und auch durchaus kann sein, dass dem das aufgefallen ist, aber wenn er dann noch mit der Pointe sagt, das sind wie die Leute, die dann irgendwie, weißt du, das kommt mir immer vor, wie wenn, und du sagst, ja, aber das kann jetzt nicht einfach aus deiner Küche kommen. Ja. Also das ist, aber eben wie nie. Aber das ist weiss. Ja auch, weißt du, wenn zum Beispiel, ich denke so oft an die Joke, die du hast wegen Gutschein. Und das heisst, es ist wie beim Raclette. Ja, es ist immer, du hast entweder noch Herdöpfel oder Käse. Genau. Ja. Weil beim Gutschein ja auch das Guthaben entweder nicht ganz oft geht, ja, und dann hast du noch etwas drauf. Genau. Es ist immer und ich denk so oft an das. Und gerade bei so einem habe ich das Gefühl, das wird irgendwann allgemein gut. Blöd gesagt. Weil, nicht weil das Recht ist von diesem Joke, aber da ist... Und das machen wir ja mit Bildern. Das ist so eine schöne Alltagsbeobachtung, wo es wird dann nicht mit Gutschein gemacht, sondern es wird dann halt mit etwas anderes gemacht. Ja. Aber das ist so auf den Punkt gebracht und das ist so etwas Schweizerisches, wo einfach der eine sieht das, weiss zwei Tage später wahrscheinlich schon nicht mehr, dass es von dir ist, erzählt das irgendjemandem. Am Fernsehen hat da einen. Weißt, Nicht erzählt es einfach so wie. So, ja, und dann geht das ein paar Jahre, weil zum Teil habe ich das Gefühl, weißt du, so, frag mich nicht, so kleine Sachen im WhatsApp, weißt du, wo du einfierst sozusagen, wo du findest, hey, ich tue jetzt einfach mal immer, blödes Beispiel, aber so, ich tue jetzt immer das Emoji brauchen. Und dann geht es irgendwie 3 Jahre und dann schicken dir auf einmal andere Menschen auch das Emoji. Ja, das ist das, was ich vorher gesagt habe, dass plötzlich alle so Zeug machen, weißt du? Ja, genau. Echt jetzt? Ja. Und dann fährt es mir auch so langweilig. Oder wie, das Wörtchen wie. Weißt du, ich finde es wie nicht les. Was wie nicht les? Jeder redet wie. So, oder auch so nicht nötig. Früher war es okay. Gestern ist ein Bild. Ah, okay. Ich finde... Aber das ist rein zürcherisch, dass, wenn die Leute sagen, schon. Schon. Ja, schon. Gut, du wohnst ja schon lange in Zürich. Schon. Wirklich? Wirklich schreiben. W-U-K-I. Wirklich? Ja, und am Anfang hast du dann irgendwie gefunden, das ist ja noch lustig, wirklich. Ja. Und dann schreibt es jede. Und nachher regt es dich auf und denkst, ja, jetzt hast du nicht gesehen. Dass es schon seit 4 Jahren hat. Vor 4 Jahren hat das einer zuerst mal geschrieben. Und dann fährt es mir auch sehr langweilig. Kriegst du auch so mega lustige Memes und Videos auf WhatsApp geschickt? Weil die Leute das Gefühl haben, du könntest das auch lustig finden. Und es ist meistens nicht lustig. Ja, nein, aber zum Teil kriege ich wirklich überraschende Sachen, wo ich lustigerweise glaube, die ich kriege, sind zum Teil sehr gut. Ja. Oder sehr gut, die amüsieren mich. Aber wie lange war das so, dass man, wie lange hat mich das sehr gestresst, wo das ein bisschen losgegangen ist, miteinander Videos schicken, hast du wirklich zum Teil wahrgekriegt, wo ich eine Frechheit gefunden habe, dass man mir das schickt. Dass man davon ausgeht, dass ich das lustig finde. Ja. Vor allem, es geht ja dann auch meistens nur 2 Messages, wenn du vor allem in so einem bisschen breiter gefächerten Chat bist, und dann kommt auf einmal so eine Frauen an den Herd Joke, weißt, also es wird dann auf einmal auch mega schnell, oder irgendein Rassistenwitz und so, es geht dann aus dem Nichts, weißt, wo wirklich irgendjemand so findet, hey,
kannst du das machen? Und dann sagt der andere, ja, nein, aber. Und dann kommt schon bum, 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 bum. Und du bist so auf einmal dort und sagst, wenn jetzt in dem Moment mein Handy verloren geht, bin ich genauso mitschuldig wie alle anderen, weil ich den Scheiß jetzt da drauf habe, den ich überhaupt nicht gut oder lustig finde. Und das ist eben auch ein bisschen erschreckend. Ich meine, heutzutage, wo man einfach, man entwickelt sich auch selber. Oder? Also, ich meine, wenn ich denke, darum finde ich es fraglich, dass alte Programme noch ausgestrahlt werden. Weil du hast zum Beispiel vor 10 Jahren hast du ganz eine andere Möglichkeit gehabt, wo du noch gewisse Themen behandelt hast, die du heute nicht mehr würdest machen. Mhm. Wenn das am Fernsehen kommt, dann steht ja nie irgendwie eine Ausstrahlung von 2010. Müsste man eigentlich machen, ja. So klein, oder? Und dann denken die Leute, was, der macht Witz über... Irgendwie, das ist jetzt halt einfach eine Wiederholung, oder? Mhm. Und, aber eben heute hat es, erstaunt mich immer noch, dass heutzutage es Typen gibt, so Kollegen, die irgendwie in der Beiz sitzen und dann sagt einer, also, ja, ist auch noch eine feine Puzzle da, hä? Ja, komm mal, hä? Und du denkst, ich mach das nicht. Das kannst du im Fall nicht mehr machen. Aber da gibt es Leute, die völlig schmerzfrei sind. Dann sagen, ist mir doch gleich. Ich bin dadurch halt schon ein bisschen vorsichtiger und sage, hey, also, das geht jetzt wirklich nicht mehr. Ja, logisch. Ja, aber es hat immer noch solche, die dann auch so Videos schicken, wo du denkst, ja, aber hey, das kannst du jetzt wirklich tun. Nein. Ganz schlimm finde ich es, wenn du mal bei jemandem ins Auto reinsteigst und nach irgendwie 5 Minuten kommt so ein Witz und du denkst so, shit, ich bin jetzt in dem Auto, ich kann jetzt nicht. Ich kann jetzt nicht raus. Wenn ein Witz kommt. Jo, ich hatte das mal wirklich gehabt mit einer von meiner ersten Freundinnen. Und dann irgendwann die Familie kennengelernt. Und dann sind wir von A nach B gefahren. Und dann geht es so. 5 Minuten und danach ist irgendein Fußgängerstreifen und danach läuft eine Familie durch und die Frau hat ein Kopftuch angehabt. Und dann sagt er wirklich einfach so. Und der Vater gesagt: Soll ich jetzt mal schnell Gas geben? Und dann, noch schlimmer, die ganze Familie. Weißt du so? Und du hockst so dort und denkst: Ja, es ist schwierig. Und dann hinterfragst du die ganze Beziehung, weißt du? Ja, vor allem hast du. Eben mit 7, 8, ich meine, früher hast du dir Witz erzählt, wo irgendwie, wo auch noch dazu mal kein Thema, das ist einfach gang und gäbe gewesen, dass man sich so einen Witz erzählt hat. Aber es gibt heute immer noch Leute, die dann so Witz machen. Mhm. Weißt du, aus einer Zeit, wo du denkst, hey, im Himmels Willen, erstens mal sind wir jetzt 20 Jahre später oder 30 erstmal Jahre später. Erstens ist es nicht lustig. Nein, erstens. 20 Mal geht es nicht mehr. Ja, und wo ich gelacht habe, bin ich 10 oder 12, dass du heute den Witz noch erzählst. Aber das ist eben halt, ja, das ist immer auch, wir haben heute auch schon diskutiert, dass halt die Leute ein bisschen zum Teil einfacher geschickt. Macht man das so? Wie viel haben wir schon, Christoph? 1 Minute 22. Also eine Stunde 22. Crazy. Dann gehe ich nur noch kurz auf die Programme zu sprechen. Ja. Wann hast du Premiere? Premiere ist offiziell, also die Touraufführung ist am 5. Dezember in Arosa am Humorfestival. Ist das nicht ein riesiges Risiko? Aber nein, für dich ist es eben schon, wenn du das dann dort spielst, kannst du es ja schon. Aber oder? Bis ich dort hergegangen habe ich es, glaube ich, 6 Mal gespielt. Ja. Und es ist halt noch schwierig, zum viel kannst du eigentlich nicht mehr machen, wenn du rausgehst. Mhm. Weißt, du kannst ja dir nicht sagen, du kannst sagen, einzelne Sachen müssen wir vielleicht, gewisse Sachen kann ich rausnehmen. Ja. Gewisse Sachen. Aber das Programm ist eben für mich extrem, ich habe wirklich, glaube noch bei keinem Programm so viel daran gearbeitet und auch geschaut, dass es so die Übergänge und auch weißt, wieder innerhalb des Programms auf ein Thema vorher Bezug zu nehmen. Es ist so eng verflechtet, dass ich fast nicht die Möglichkeit habe, zu sagen, hey, das funktioniert überhaupt nicht. Ja. Darum bin ich Gott froh, funktioniert. Ich habe ja nicht eine Nummern-Comedy, wo ich muss sagen, so, jetzt ist fertig, black, jetzt kommt eine neue Geschichte. Ja. Du könntest einfach umstellen. Bei mir ist es wirklich so ein bisschen eine Geschichte, die halt ineinander reinläuft und aber das hast du immer schon sehr gut gemacht. Ja, aber ich habe das mal wirklich extrem drauf geschaut, weil ich unendlich viel Zeit hatte. Und ich will es nicht mehr machen. Ich bin jetzt wirklich so lange dran gewesen. Und eigentlich kannst du mal das erste Jahr, das ich dran geschafft habe, gerade mal spülen. Also das ist ja oft so. Ja, und das ist ein bisschen, aber das ist ja gleich. Habe ja nichts anderes zu tun. Ist ja mein Beruf. Und darum heisst es. Darum heisst es, ja. Und das ist direkter Nachfolger von Warum. Warum, genau. Und du weißt ja selber, wie schwierig das ist, einen Titel zu finden.
Ein Titel ist so eigentlich so unwichtig auf der einen Seite, auf der anderen Seite so wichtig. Er muss irgendetwas, er darf nicht zu viel versprechen, er darf nicht anspruchsvoll sein. Mhm. Das habe ich auch müssen lernen über die Jahre, und zum Beispiel, wo ich das einfach Zucker hatte. Mhm. Da setzt du so viel voraus. Ja, yeah, also es ist ja einfach mit einfach, es ist wie Schrift iPhone, Apple, es Schrift ist Apple, du hast ausgesehen wie Steve Jobs mit der Brille. Erwartest du, da sind so viele Informationen, die du solltest, vergiss es. Ja. Vergiss es. Also am liebsten einer, der drauf ist und Plakaten so macht. Ja. Dann die Leute, das ist lustig. So wie dein Programm jetzt, ja. Das ist ein Wort, was immer das heisst, aber auf jeden Fall, es muss irgendwie knapp sein. Mein Endziel ist eigentlich, dass man gar keinen Programmtitel mehr machen muss, sondern einfach schreiben, zum Beispiel Claudio Zuccolini live. Das habe ich ja wollen machen. Aber es ist, ich glaube, nicht einmal das funktioniert wirklich. Nein, aber ich fand's, das fände ich das Schönste. Das ist am geilsten. Also, weißt, in den USA und in England machen sie es auch so, wenn einer Headliner ist, dann ist einfach der spielt, fertig. Ja. Wobei, es hat schon auf Netflix, hast du nämlich schon, die haben nämlich so eine rechte Namen. Ja, die tun dann, das ist aber, wenn es live gehst, schauen, hat es noch keinen Namen. Es gibt manchmal noch so, ich glaube, Trevor Noah seine Tour heißt Loud and Clear Tour. Ja. Weißt, aber es ist ja dann auch wurscht, was er dort erzählt. Eben, das muss ja auch nicht, du darfst auch beim Titel nicht viel irgendwie voraussetzen, dass du irgendwie sagst, hey, und dann die Leute das Gefühl haben, wow, da geht es um, ich weiß nicht mehr. So. Ja, aber das ist ja schon noch sehr von Deutschland inspiriert, wo halt eben auch noch extrem Typen kreiert worden sind. Was dann, zum Beispiel der Eckhard von Hirschhausen, wo erst nachdem er angefangen hat mit dem ganzen Ärzte-Bla, ist das abgegangen wie Sau. Ja. Und da hast aber schon ein mega gutes Stand-up gesehen vorher. Ja. Hat niemand interessiert und dann hat man einen Marktlücke gefunden. Der Rütter, der Hundetrainer, der füllt Stadien. Nein, gut, ich kann nicht darum, ob man es gut findet oder nicht, aber es ist eine klare Nische, wo dann einfach wie klar definiert ist. Ich behaupte, die Hälfte von diesen verkauften Tickets ist nicht, weil man den Rütter toll findet oder findet, der ist gut oder vielleicht nicht mal kennt, sondern es ist einfach ein Thema, wo man dann sagt, was schenken wir ihnen zu Weihnachten? Genau. Die finden Hunde so toll, sie haben ja jetzt 3 Welpen und komm, Tickets zum Hundetrainer. Welpen, geil. sind 3 Welpen. sie haben wollen klein anfangen. Sie haben jetzt wirklich gesagt, wir wollen nicht 3 fahren, aber 3 Welpen, das geht. Nein, 3 gerettet. Noch besser. Ja, aber ich glaube, dort ist eben mehr das. Und wir sind ein bisschen klassischer unterwegs und finden, vor allem, weil wir ja auch öfters spielen müssen, vor kleinerem Publikum, weil zusammengerechnet kannst du schon ein Samsung Hall füllen. Ja, aber dann spielst du einfach für ein halbes Jahr nie mehr sonst. Nein, ich habe das einmal habe ich es ist natürlich auch, das ist dann halt wieder der Nachteil, wenn du glaub selber nicht so wichtig nimmst irgendwie. An einem Füße könntest du einmal dürfen vor im Theater 11 spielen. Und das ist dann halt schon geil. Aber es ist für uns Stand-Upper auch anstrengend. Mhm. Ich finde, es spielt eigentlich nicht eine Rolle, ob es 20 Leute sind oder 1000. Mhm. Aber es ist halt schon, du musst schon wahnsinnig Druck geben, habe ich das Gefühl, wenn du viele Leute hast. Ich habe ja, du hast ja auch. Du hast ja auch die Stand-Up-Comedy-Show im Bernhard Theater moderiert. Ja. Ich glaube, gerade sogar vor mir, oder? Ich glaube ja. Ja, genau. Letztes Jahr. Und jetzt habe ich es auch 5-mal gemacht, seither. Und zum dort auch mal sonst auftreten, 17 Minuten oder was Zeit ist. Und zum das moderieren, das machst du ein bisschen Warm-up, dann machst du in der Sendung auch noch 2-3 Minuten, dann sagst du Künstler, für das ist es super, aber ich habe noch nie Solo im Bernhard Theater gespielt. Und ich habe es gerade jetzt mit dem Charles davon gehabt, ich bin mir nicht sicher, ob dann eben 90 Minuten, oder wie lange man auch immer spielt, ob das dann so gut funktioniert, wie wenn du auf der 15 Minuten kannst du abdrucken, weil du die verschiedenen Ebenen musst bespielen. Es hat einen Balkon, es hat links noch. Wobei, es ist noch übersichtlich. Ich finde, das ist eine gute Größe. Nein, es ist von der Größe her schon easy. Absolut. Und das spielst du gut. Aber ich denke, wenn es dann irgendwie, und es sind die Tischli und so, das kannst du besser handeln. Ja. Weil sie sind natürlich die 400 Leute sind auf einem Rahmen, wo sonst vielleicht irgendwie 100 Leute sind, weil es so angeordnet ist. Aber einfach 1000 Leute oder so, wo du dann so musst, bis es hinten ist. Ich habe mal eine Reihenfiese gespielt, wo, glaub, das Zelt 100 Meter hinten ist. Das waren 2500 Leute. Gewesen. Und dann musst du dich zuerst daran gewöhnen, weil du fährst aber etwas sagen, vorne bist lachen das, und dann plötzlich kommt es von hinten.
Du bist schon weiter. Bist du Schalmer? Das musst du dann auch lernen. Also. Aber das finde ich zum Beispiel, das ist dann die Größe wie Wurst, das finde ich im kleinen Kaufleute, wie heisst der? Festsaal? Der Festsaal. Da ist mir auch schon ein bisschen zu lang für die Breite. Ja. Und es geht nicht auf und nichts. Und dann hast du das Gefühl, die letzten fünf Reihen verlierst du einfach. Ja. Kannst du wie nichts machen. Wobei, ich habe das Gefühl, das ist, wenn die Schale gut ist und sie hören es wirklich gut und alles, dann spielt das nicht so eine Rolle. Ja, aber es kommt gleich nicht so an. Also, es ist halt der Kaufleutensaal, der richtige Kaufleutensaal ist halt schon auch, das geht jetzt in die Richtung Amerika, oder? Der große? Ja. Ja, das ist mega geil. Einfach so das Holz, die Emporen hast. Ja, ja. Und alles, das ist halt schon. Also, du hast mal im KKL gespielt? Nein, ich habe mal im KKL spielen. Nein, ich habe doch ein Video gesehen, wo du im KKL spielst. Ja, aber dann habe ich dort, zuerst ist das eine Gala gesehen. Ja. Das ist der grosse Traum. Das KKL, weiss ich noch, da bin ich, das war ein Jubiläum gewesen, ich glaube vorhin einmal. Ja, bin ich genau. Bin. Und dort hast du die Nummer gemacht, wenn ich so lieb, über französische Autorenfilme. Genau. Und ich bin, und das ist für mich, jetzt musst du dir vorstellen, das ist immer noch einer der geilsten Auftritte gewesen. Vor mir ist, glaube ich, eine 15-minütige oder 50-minütige, ich weiß nicht mehr, gefühlt 50-minütige Komposition gewesen. Eine Neukreation, also das ist noch nie aufgeführt worden. Relativ klassisch anspruchsvoll. Mhm. So, etwa in dem Stil. Also. Und nachher die Leute so reingekackt. Und dann komme ich. Ja. Yeah. Und am ersten Abend war es so glattene Gäste, ich glaube, die Hälfte hat gar nicht Deutsch verstanden. Aber die sind, glaube ich, so froh gewesen, dass es jetzt etwas anderes kommt und einer redet vorne. Und dass ein paar Leute vielleicht lachen und so. Aber für mich ist seither das KKL eines meiner grossen Träume. Dort auf dieser Bühne stehen und in dem Umfeld, weil die Akustik dort drin ist einfach gigantisch. Mhm. Das muss unglaublich sein. Also das würde ich gerne mal als Programm dort spielen. Das ist aber so USA-Raum. Ja, und das ist natürlich auch, das fühlst du praktisch nicht. Also ich würde das, glaube ich, nicht fühlen. Das sind, ich weiß nicht, wie viel, das sind über 1000. 1,5, 1,7, so etwas. Und das muss voll sein. Ja. Dann ist es geil, oder? Also das, aber das wäre ein grosser Traum. Ja, aber eben, das ist genau der Punkt. Das kannst du schon machen, aber für das eben, spielst du vor. Halbes Jahr, Jahr nicht. Wirklich irgendwie und kündigst es eineinhalb Jahre vorher. Da. Wenn du Power hast, das ist bei uns im Fall, ich glaube, es geht nicht einmal darum, effektiv denn zum nicht den Namen haben oder so, aber ich meine, wie viel kommen wir von Deutschland und gehen ins Hallenstadion, weil einfach hinten dran einer zahlt, dass du auf in der ganzen Stadt Plakat hast. Ja. Und überall Power und da noch online und da noch online Power, das ist einfach finanziell für uns nicht möglich. Das ist das, was ich mir immer überlege. Wenn ich so denke, wenn du mir jetzt einfach mal 100, 200.000 Stutz würdest du geben und sagen, hey, viel Spass. Und dann würdest du wirklich einfach mal gross Plakat, aber richtig, da APG, und zwar nicht nur zwei in einer Stadt, sondern einfach flatsch. Ja. Ja. Wahrscheinlich könnte ich dann auch 30 Mal in einem anständigen Saal spielen. Ja, 30 Mal ist... Weißt du, das ist ja das, wo bei uns... Also Saal, nein, in einem anständigen Theater, meine ich. Weißt? Das ist bei uns das Problem, ist ja, dass wir die Art von Comedy, wenn du in Amerika absolute Sparte-Comedy machst, hast du immer eine Million Leute noch, die das geil finden. Yeah. Wir sind es nur 50. Mhm. Und das ist, dann macht es dann auch noch schwierig. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch rechnen, oder? Jedes Inserat, sagen wir so, ein kleines Kulturinserat kostet 700 Stutz. Mhm. Das sind etwa 10 bis 15, vielleicht sogar 20 Billette. Ja. Yeah. Du müsstest dann unmittelbar, aber dann hast du erst das Inserat rein. Ja. Und dann müsstest du dann noch, alles was drüber ist, ist dann das, was dir etwas bringt. Also dort geht die Rechnung, oder? Wenn das eine dir sagt 200.000, dann sagst du, dann mache ich lieber keine Show, dann nehme ich lieber die 200.000. Das stimmt schon, ja. Aber ich würde trotzdem noch auftreten. Aber ja, also, ich weiss, was du meinst. Aber mit der Power und natürlich der Grössenwahnsinn, wo es zum Teil auftritt, und mit der Selbstsicherheit, meine, sorry, Oli Pocher. Fuck, Oli Pocher. Weißt du, aber irgendwie wieder. Ist der Oli Pocher? Nicht lustig. Gut, er hat nicht mehr so viele Auftritte und Zahlen in der Schweiz. Ja, aber er versucht es nicht, wie ein Kunter wieder, oder? Und dann nachher, aber die Leute haben immer noch so, ey, der Oli Pocher. Ja, aber geil, was du nicht vergessen, also kennst du ja auch, gerade beim Oli Pocher kann ich dir jetzt sagen, von der, ich weiß nicht, letztes Mal ist er, glaube ich, dreimal auftreten.
Und ein Kollege von mir ist gesehen und hat gesagt, also sicher ein Drittel verlost, wenn ich sogar die Hälfte. Das kommt ja noch dazu. Also aber die Leute haben das Gefühl, ja, natürlich ist voll. Natürlich ist voll. Ja. Aber zahlt hat eigentlich niemand. Aber die Leute haben das Gefühl, es ist ausverkauft. Mm. Das ist dann also das Gefühl der Leute, oder? Aber das ist im Fall im Hallenstadion, auch wenn alle eingeladen waren. Ja, ja. Du hast dann nachher plötzlich das Gefühl, du, wenn der im Hallenstadion ist, dann ist der gut. Mhm. Das ist halt so ein bisschen das, was mir fehlt, um die Selbstsicherheit irgendwie zu sagen, come on. Es ist aber auch zum Teil ein komisches Pricing, wenn, weiss ich noch, wenn du redest mit irgendeiner Firma, die Plakat aufhängt, oder? Und die haben oft fix ihre Preise. Dabei, finde ich, müsste es dort wie eine Abstufung geben, dass wenn einer die Erotikmesse macht und an einem Wochenende Tausende von Besuchern hat, die irgendwie 45 Eier zahlen, dennoch hat kostet 45 Eier, was sehr gut. 45 Eier und 3 Klitoris. Und was ist die Mehrzahl? Klitora? Klitore? Klitorissen? Ich weiß es nicht. Aber Klitoris, Klitori. Klitorei. Klitorarum. Ich merke, wir sind jetzt über 1,5 Stunden, jetzt geht es langsam ein komisches Gefühl. Nein, aber dass der vielleicht einen anderen Preis muss zahlen muss, als ich, der mit einer Show überhaupt 250 Sie Tickets... Sie glaube schon gewisse Dinge. Also, ja, es gibt... irgendwo, wo es niemand sieht. Eben, es gibt Kulturrabatt und es gibt auch geile Firmen, die sind ganz gut. Die wissen, wo deine Show ist und dann machen sie oft im Umfeld von diesem Ort, ja. Klatschen sie an. Ja. Damit du dann das Gefühl hast, hey, die haben brutal Werbung. Einfach weil du vom Parking bis zur Location läufst, sagst du, voilà. Ja, hey. Und zwar nur die Viertelstunde, wo du durchläufst. Achtung, er kommt. Achtung, er kommt. Schleifst du dir. Kumpel, genau, Kumpel ist drin, ist wieder weg und läufst zurück und sagst, wow, die sind aber, hä? Augmented Reality. Die arbeiten dann gut. Ja. Wobei, Das ist ein grosser Punkt, wo sie probieren mit Bandenwerbung. Ja, das machen sie doch. Die tun ja dann genau in dem Moment das genau. Drauf. Aber was sie jetzt probieren, ist eine Plattform zu kreieren, wo ein Fußballstadion genau abmisst, dass du, je nachdem, wo du den Match schaust, ja. Spezialisierte Werbung kriegst für deinen Ort. Weißt du, was ich meine? Also wie so ein Greenscreen. Wo, wenn du in Deutschland den Match schaust, dann haben deutsche Firmen ihre Werbung geschaltet. Das aber du machst es nicht. Schon ist es nicht Formel 1 technisch schon irgendwie so. Formel 1 vielleicht. Aber beim Fußball noch nicht, weil es eben mit Stadien noch schwierig ist, dass dort die Maße stimmen und wenn die Kamera nur. Ganz am Anfang. Das wird aber das wird jenseits. Das, momentan ist es einfach so, die Champions League ist gesponsert von, wie heißen sie, Gazprom oder was weiß ich. Und dann hast du einfach 100 Mal Gazprom. Ja. Und dann irgendwann kannst du sagen, hey, für 7'000 Stutz in der Sekunde kannst du noch die Lokals. Ich würde, wenn ich mal Euromillions gewinnen würde, dann würde ich zuerst nicht mehr Fußballclub Lieblingssponsor sein. Vorne drauf Zuccolini. Ja, wie ist denn der Zuccolini? Ja, der ist Komiker. Das ist geil. Aber das Gesicht? Lieblingssponsor, ja, der Zuccolini. Lieblingssponsor vom FC Basel. Das wäre schon geil. Gut, aber für das brauchst du auch ein Ego. Es hat immer ein Ding gegeben, es hat immer so Werbung gegeben, aber Formel 1, wo ich bis heute Zepter, zum Beispiel, glaube ich, Zepter. Riesig, überall Zepter. Mhm. Und ich habe schon x-mal nachgeschaut, was glaub, Zepter heisst. Was es ist, ich könnte es jedes Mal nicht sagen. Ich kann mal fragen, aber was es ist. Zepter, überall drauf, ganz gross. Ja. Werbung. Ist nicht Otto Fischer auch noch irgendein Sponsor? Otto Fischer AG in Schaffhausen oder der Bettwaren. Ist doch Otto, oder? Nein, der Otto ist. Nein, was ist denn Fischer? Fischer und der Fischer Bettwaren. Fischer Bettwaren. Alles drei verschiedene Firmen. Aber das Logo ist doch gleich, so eine F. Also ich fahre immer da vorbei, wenn ich eben mit dem Auto auf Zürich fahre. Das Logo vom Fischer, nein, dort steht aber auch Fischer Bettwaren. Ja, okay. Ich habe gemeint, ich schaue heute, wenn ich zurückfahre. Fischer, das ist, glaube ich, in Schaffhausen gewesen, yeah. Fischer AG. Yeah. Und Otto Fischer machen auch etwas, für die habe ich auch schon geschafft. Ich weiß aber auch nicht mehr genau. Aber das ist jetzt, das geht zu weit. Das geht definitiv zu weit. Also, liebe Zucco, ich danke dir von Herzen. Ich danke dir. Ist das so ja, jetzt ohne Scheiß, wie lange haben wir es gemacht? Über 1,5 Stunden, oder? 1,40. Jesus. Ich könnte noch Stunden. Ja, es ist einfach, es ist wirklich ein Gespräch führen mit Mikrofon. Ja. Yeah.
Wo einfach ein bisschen, ja, anstatt einen Kaffee zu trinken, sitzt er da mit einem Mikrofon. Und das hat sehr grossen Spass gemacht. Eben, darum finde ich es auch so schön. Mit dir habe ich das zum Glück auch schon öfters privat gehabt. Aber das ist etwas vom Geilsten an dem Podcast. Das ist einfach, man lernt noch mal ein bisschen andere Sachen kennen und... Und ich bin jetzt auch in dem Alter, wo ich zum Beispiel, wenn ich im Auto fahre, höre Hörbücher und ich höre viel DRS1, SRF1. Mhm. Und zwar aus dem Grund, weil ich glaube, mit zunehmendem Alter einfach immer mehr gerne höre Leute reden. Mhm. Weißt du so, es ist so. Aber das sind ja auch immer die Bewegungen. Früher hat es geheißen, möglichst viel reden. Mit schönen, ja, angenehmen Stimmen. Da wird ja nicht geredet. Dann hat es auf einmal geheißen, nein, ja nicht zu viel reden, möglichst viel Musik. Ja. Und jetzt geht der Trend wieder, nein, ich will ja schon etwas inhaltlich hören. Was willst du in einer Minute, eineinhalb sagen, zwischen zwei Liedern mit einem Musikbett, der macht... Ja, bist du da, danke, also, schon, ja. Ja, das, was sie sagen, gewöhnt Tickets. Aber es tut gut, wenn du mal kannst reden. Ja, also mir hat es sehr gut getan. Vielen herzlichen Dank. Und viel Erfolg. Viel gut. Viel gut kommen, Comedian. Viel gut kommen. Ja, heisst ja viel gut Podcast. Ja. Wir haben jetzt einmal mehr nicht darüber geschwätzt, was du eigentlich machst, um dich gut zu fühlen. Aber ich habe es ein bisschen rausgespürt. Ja, einfach meine Ruhe. Genau. Nichts. Ja, am liebsten nicht. Am liebsten einfach mit dem Köfferli heimgehen. Ja. Das ist so ein schönes Lied zum Schluss noch. If I Never Had Another Song heisst der Song. Ja. Der hat Rudi Jürgens geschrieben und zwar hat er der Jimmy Davis Jr. Wer der kann? Sammy Davis Jr. Jimmy Sammy Senior. Jr. hat er immer gesungen am Schluss. Aha. Die Geschichte ist so von einem, der einmal riesigen Erfolg hatte. Und jetzt schon noch. Leute können schon noch schauen, aber es ist nicht mehr ein Aufstehen und es ist nicht mehr Zugabe fordern. Und, und er sagt aber einfach, wenn er keinen anderen Song mehr hat oder irgendwie ausgesungen quasi, es wäre ihm egal, weil er hat ja seinen Fame hat er gehabt. So ein schönes Lied, musst du mal hören. Sehr schön. Vielen herzlichen Dank. Zum Abschluss. Ja? Wir können nicht einspielen, sonst werden wir von YouTube gezogen. Ja, dann wird es wäre schön, aber dann würden wir innerhalb von 3 Sekunden von YouTube gezogen werden. Ja. Darum jetzt einfach weiterklicken. Ja. Ich kann es ja als Link unten drin tun. Sehr gut. Genau. Zuko, alles Gute, alles Liebe. Genau, viel Erfolg. Danke vielmals. Bis ganz bald. Ja. Peace.